Abschnitt 21 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Merezhkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Zweiter Teil, 11. Kapitel. Majestät, alles ist zu Ende, meldete Benkendorf. Der Kaiser schwieg und hielt die Augen gesenkt. Was war es, was war es? Fragte er sich, wie aus einem Fiebertraum erwachend und fühlend, dass etwas Schreckliches, nie wieder Gutzumachendes geschehen war. Alles ist zu Ende, der Aufstand ist niedergeschlagen, Majestät, wiederholte Benkendorf. Und in seiner Stimme klang ein so neuer Ton, dass der Kaiser staunte, es aber noch nicht begriff und nicht glaubte. Er hob ängstlich die Augen und senkte sie gleich wieder. Dann hob er sie wieder, etwas kühner, und plötzlich hatte er es begriffen. Es war nichts Schreckliches geschehen, alles war in Ordnung. Er hatte den Aufstand niedergeschlagen und die Aufrührer bestraft. Wenn ich auch nur eine Stunde Kaiser bin, so werde ich zeigen, dass ich dessen würdig war. Und er hatte es gezeigt. Erst jetzt war er wirklich Zar geworden. Kein Usurpator, sondern Autokrat. Auf seinen blassen Wangen waren zwei rote Flecken hervorgetreten. Die wundgebissenen Lippen hatten sich gerötet, als wären sie voller Blut. Das ganze Gesicht war lebendig geworden. Ja, Benkendorf, es ist zu Ende. Ich bin Kaiser. Aber um welchen Preis, mein Gott, rief er seufzend und die Augen zum Himmel hebend. Gottes Wille geschehe. Er fühlte sich wieder in seiner Rolle und wusste, dass er aus ihr nicht mehr fallen würde. Wieder klebte eine Maske an seinem Gesicht, und sie sollte nicht mehr fallen. Hurra! 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 Nikolai! Rollte es tausendstimmig vom Senatsplatz her und erreichte die inneren Gemächer des Winterpalais. Auch hier verstanden nun alle, dass der Aufstand niedergeschlagen war. Im kleinen runden Kabinett, dessen Fenster auf den Schlossplatz gingen, saß die junge Kaiserin Alexandra Fjodorowna stumm und totenblass auf dem Fensterbrett. Sie blickte hinaus und sah einen von Truppen bedeckten Teil des Platzes. Anmerkungen des Übersetzers: Alexandrine, Alexandra Fjodorowna, 1798 bis 1860, Großfürstin und spätere Kaiserin. Tochter des Königs Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, Gemahlin des Kaisers Nikolai I. Ende der Anmerkung. Die Kaiserin Maria Fjodorowna schwatzte und rannte wie immer sinnlos hin und her. Sie versuchte jedem ein kleines Bildnis des verstorbenen Kaisers Alexander Pawlowitsch in die Hand zu drücken und wollte, dass man es den Aufrührern bringe. Zeigt ihnen diesen Engel. Vielleicht werden sie noch zur Besinnung kommen. Hier befanden sich auch Nikolai Karamsin und Alexander Golizin. Karamsin war schon draußen auf dem Platze gewesen. Was für Gesichter habe ich gesehen, was für Worte habe ich gehört, berichtete er später. Diese unsinnige Tragödie unserer wahnsinnigen Liberalisten. Wir wollen jedoch für das heilige Russland sterben. 5 oder 6 Steine fielen zu meinen Füßen nieder. Ich, friedlicher Historiograf, lechzte nach Kanonendonner. Denn ich war überzeugt, dass es kein anderes Mittel gab, den Aufstand zu unterdrücken. Wissen Sie, Nikolai Michailowitsch, was hier vorgeht, ist eine Kritik Ihrer Geschichte des Russischen Reiches mit bewaffneter Hand, hatte ihm einer der wahnsinnigen Liberalisten noch dort auf dem Platz ins Ohr geflüstert. Und er erinnerte sich später oft dieser unverständlichen Worte. Als die Geschütze krachten, schlug Kaiserin Maria Fjodorowna die Hände zusammen. Mein Gott, was haben wir erlebt? Mein Sohn besteigt den Thron unter Kanonendonner. Es fließt Blut, russisches Blut. Verdorbenes Blut, Majestät, tröstete sie Golizin. Sie aber wiederholte untröstlich: Was wird Europa sagen? Was wird Europa sagen? Die junge Kaiserin war aber gleich bei den ersten Schüssen in die Knie gefallen und hatte das Gesicht mit den Händen bedeckt. So lag sie regungslos da, nur ihr Kopf zitterte unaufhörlich, wie eine Lilie vor dem Sturme, dachte sich Karamsin.
und auch später, als alles schon zu Ende war, zitterte und schwankte ihr Kopf noch immer wie eine Blüte auf gebrochenem Stängel. Sie selbst fühlte es nicht, aber alle sahen es. Sie glaubten, es würde vergehen, es verging aber nicht und blieb ihr fürs ganze Leben. Im Nebenzimmer saß vor einem runden Tischchen ein kleiner Junge mit rundem Gesicht, blauen Augen, in einer roten, goldgestickten Husarenjacke und aß unter Aufsicht der Engländerin Mimi ein Kotelett. Es war der Thronfolger Alexander Nikolajewitsch. Er hörte als erster das Hurra auf dem Platze, lief zum Fenster, klatschte in die Hände und rief: »Papachen, Papachen!« Der goldene Bienenschwarm unter den feurigen Trauben der Kronleuchter in den Prunkräumen des Palais verstummte, als der Kaiser eintrat. Man kann ihn nicht wiedererkennen. Er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Eine solche Veränderung im Gesicht, im Gang, in der Stimme, bemerkten sofort alle. »Tout de suite de la prise de la plombe«, dachte sich Fürst Alexander Nikolajewitsch Golizin. »Er ist nicht als der gleiche zurückgekehrt, als der er gegangen ist. Er ging als Usurpator hin und kam als Autokrat wieder.« »Gesegnet sei, der da im Namen des Herrn kommt«, begrüßte der Metropolit Seraphim feierlich den Kaiser bei seinem Eintritt in die Kirche. »Dem allerfrömmsten Selbstherrscher und Kaiser aller Reußen, Nikolai Pawlowitsch, ein langes Leben. Gebe ihm Gott ein glückliches und friedliches Leben, Gesundheit und Schutz und Sieg über die Feinde«, dröhnte zum Schluss des Gottesdienstes die donnerähnliche Stimme des Diakons. »Ja, von Gottes Gnadenkaiser und Selbstherrscher aller Reußen, was Gott mir gab, wird mir kein Mensch nehmen«, dachte sich der Kaiser und glaubte nun endgültig daran, dass alles in bester Ordnung sei. Ende von Abschnitt 21. Abschnitt 22 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Zweiter Teil, 12. Kapitel. Wir fürchten Blut. Wir wollen es ohne Blut machen. Es wird aber Blut geben. Unschuldiges Blut. Diese Worte Kachowskis kamen Golizin wieder in den Sinn. Unschuldiges, 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 hämmerte es eintönig in seinem kranken Kopfe wie in einem Delirium. Er lag auf dem Sofa und blickte durch die zusammengekniffenen, fieberhaft brennenden Lider auf den hellen Kreis der Lampe unter grünem Schirm im halbdunklen Zimmer, auf die Büchereien der Bibliothek, auf die verblichenen, zarten Pastellbilder der Großmütter und Großväter. Alles war so gemütlich, friedlich, still, dass ihm der ganze Tag auf dem Platz wie ein schrecklicher Traum erschien. Spät in der Nacht, als alles schon zu Ende war, war ein Unteroffizier des Moskauer Regiments, der sich durch die entlegenen, schneeverwehten Hintergassen vor Reiterpatrouillen rettete, am Krjukow-Kanal auf Golizin gestoßen, der zwischen Holzstößen eingeschlafen und halb erfroren war. Er dachte, er sei schon tot und wollte weitergehen, hörte aber ein leises Stöhnen, beugte sich, blickte ihm ins Gesicht, erkannte beim Laternenschein einen der Vorgesetzten, die auf dem Platze gewesen waren, und meldete es Wilhelm Karlowitsch Küchelbecker, der sich in der Nähe in einem Haufen fliehender Soldaten befand. Man brachte Golizin zum Bewusstsein, setzte ihn in eine Droschke und Küchelbecker fuhr mit ihm zu Odojewski, mit dem er in der Nähe des großen Theaters zusammenwohnte. Der Hausherr war nicht zu Hause. Er war noch nicht vom Platz heimgekehrt. Als Golizin erfuhr, dass alle Genossen unversehrt seien, wurde er gleich lebendig, erinnerte sich des Versprechens, das er Marinka gegeben hatte, sie zum letzten Mal vor der vielleicht ewigen Trennung aufzusuchen, und wollte gleich nach Hause. Küchelbecker ließ ihn aber nicht gehen. Er brachte ihn zu Bett und band ihm den Kopf mit einem in Essig getauchten Handtuch und gab ihm Tee, Punsch und irgendeinen Dekokt eigener Erfindung zu trinken. Golizin wollte nicht schlafen. Er legte sich hin, nur um etwas auszuruhen, schloss aber sofort die Augen und versank augenblicklich in einen tiefen Schlaf, als stürzte er in ein tiefes Loch. Als er erwachte, war Küchelbecker nicht mehr im Zimmer.
Er rief und niemand antwortete. Er sah auf die Uhr und traute seinen Augen nicht. Er hatte 5 Stunden geschlafen, glaubte aber, dass es nur 5 Minuten gewesen seien. Er stand auf und ging durch die Zimmer. Niemand da. In der Gesindestube schnarchte der Bursche. Golizyn weckte ihn und erfuhr, dass der Herr noch immer nicht heimgekommen sei und Küchelbäcker sich mit dem alten Kammerdiener auf die Suche in die Stadt begeben hätte. Golizyn war sehr schwach. Der Kopf schwindelte ihm und er spürte einen heftigen Schmerz an der Schläfe, wahrscheinlich infolge des Schlages mit dem Stiefelabsatz, den er im Gedränge abbekommen hatte. Er zog sich aber dennoch an. Jetzt erst merkte er, dass er einen fremden Hut hatte. Die Brille war aber wie durch ein Wunder unversehrt geblieben. Er ging auf die Straße, setzte sich in eine Droschke und ließ sich auf den Senatsplatz fahren. Er wollte zuerst dorthin und dann erst nach Hause. Es tagte noch nicht. Der Himmel fing eben an, grau zu werden und der Schnee auf den Dächern schimmerte weiß. Je mehr er sich dem Senatsplatz näherte, umso mehr glichen die Straßen einem Kriegslager. Überall Truppen, Haufen von Stroh und Heu, zusammengestellte Gewehre und Picken, Werda-Rufe, knisternde Holzfeuer. Die funkelnden Mündungen der Kanonen zeigten sich und verschwanden im Rauch und zitterndem Flammenschein. Auf dem englischen Quai stieg Golizyn aus der Droschke, weil man nicht weiterfahren durfte, und zwängte sich zu Fuß durch die Menge. Nach einigen Schritten musste er aber stehen bleiben. Man ließ niemand auf den Platz. Er war von Truppen umzingelt, zwischen denen Geschütze standen, die Mündungen in alle Hauptstraßen gerichtet. Über den Quai fuhr ein mit Bastmatten zugedeckter Wagen. Als die Leute ihn erblickten, ließen sie ihm den Weg frei, zogen die Mützen und bekreuzigten sich. »Was ist das?« fragte Golizyn. »Die Toten«, antwortete ihm ein ängstliches Flüstern. »Gott schenke ihnen das Himmelreich. Es sind doch getaufte Menschen. Sie stoßen sich aber unter das Eis wie verreckte Hunde.« Auch die anderen Leute neben Golizyn fingen zu tuscheln an. Golizyn hörte, dass die Polizei die ganze Nacht die Leichen gesammelt und zum Fluss zusammengetragen habe. Dort hätte man eine Menge von Löchern ins Eis geschlagen und alle Körper unterschiedslos hineingeworfen. Nicht nur die Toten, sondern auch die Lebenden und Verwundeten. Man hatte keine Zeit, viel Federlesens zu machen, denn es war befohlen, den Platz bis zum Morgen zu säubern. Man stieß die Körper in aller Eile in die Löcher, so dass viele stecken blieben und an das Eis anfroren. Die Raben witterten die Beute und schwirrten in der weißlichen Morgendämmerung über der Neva mit unheimlichen Krächzen. Und dieses Krächzen vermischte sich mit anderen, noch unheimlicheren Tönen, die sich wie eisernes Knirschen anhörten. »Was ist das? Hört ihr es?« fragte Golizyn wieder. »Das ist die große Wäsche«, antwortete ihm dasselbe ängstliche Flüstern. »Geh hin und sieh selbst.« »Was für eine große Wäsche!« Golizyn drängte sich noch etwas vor, reckte sich auf den Zehen und blickte in die Richtung, aus der die unbegreiflichen Töne kamen. Auf dem Platze schabten Männer mit eisernen Stangen das Pflaster, kratzten den roten, mit Blut vermischten Schnee ab, schütteten reinen weißen Schnee auf und rollten ihn mit Walzen fest. Die eingefrorenen Blutlachen auf den Stufen vor dem Senat wusch man mit kochendem Wasser aus dampfenden Kübeln und rieb die Flecken mit Bastwischen und Besen ab. Man setzte in die eingeschlagenen Fenster neue Scheiben ein und verputzte, verschmierte und strich die gelben Wände und die weißen Säulen des Senats, die mit Blut bespritzt und von Kugeln zerkratzt waren. Oben auf dem Dach reparierte man die Waage in der Hand der Göttin der Gerechtigkeit. Aber der Morgen, ebenso trüb, neblig und still wie gestern, schien noch zu schwanken, ob er sich für Frost oder für Tauwetter entscheiden sollte. Die Nadel der Admiralität bohrte sich wieder in den niederen Himmel wie in weiße Watte. Die über die Neva führenden Brücken stießen gegen eine weiße Mauer. Und man glaubte, dass dort jenseits der Neva nichts mehr sei. Nur der weiße Nebel, die Leere, das Ende der Erde und des Himmels, der Rand der Welt. Und der eherne Reiter auf dem ehernen Pferde sprengte wie gestern in diese weiße Finsternis. Und die Schabeisen kratzten mit eisernen Knirschen. Sie werden es nicht abkratzen, dachte sich Golizyn.
Das Blut wird aus der Erde steigen. Es wird zu Gott schreien und das Tier besiegen. Ende von Abschnitt 22. Abschnitt 23 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch. Nach dem 14. Dritter Teil, erstes Kapitel. Die Revolution ist schon an der Schwelle Russlands. Aber ich schwöre, dass sie zu uns nicht kommen wird, solange ich von Gottes Gnaden Kaiser bin. Was schaust du mich so an? Benkendorf hielt die Augen weit aufgerissen und hatte nur den einen Gedanken, nicht einschlafen. Man konnte ihn aber, auch wenn er schläfrig war, schwerlich überrumpeln. Ich bewundere Sie. Nicht umsonst vergleicht man Eure Majestät mit Apollo von Belvedere. Jener hat Python, den bösen Drachen, besiegt. Sie aber die Weltrevolution. Dieses Gespräch fand im Empfangszimmer zwischen dem professorischen Arbeits- und Schlafzimmer des Kaisers in dem Zimmer des Flügeladjutanten im Winterpalais in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember statt. Der Kaiser hatte 8 Stunden auf dem Platz verbracht und war erschöpft, hungrig und erfroren. Ins Palais zurückgekehrt, nahm er nach dem Gottesdienst in aller Eile das Abendessen ein und machte sich sofort an das Verhör der Verhafteten. Noch immer in der Uniform des Preobrashensky-Regiments mit Schärpe, Ordensband, Reitstiefeln und Reithose. Sämtliche Knöpfe und Haken geschlossen, eng geschnürt, hatte er sich noch gar nicht hingelegt und war nur einige Male auf dem Ledersofa mit der unbequemen, herausgebogenen Rückenlehne vor dem mit Papieren bedeckten Tisch sitzend eingeschlummert. Der Kammerlakai war schon 3-mal unhörbar ins Zimmer geschlichen, um den Armleuchter mit den vielen niedergebrannten Kerzen auf dem Jaspistischchen in der Ecke zu wechseln. Die englische Wanduhr schlug 4. Benkendorf warf einen gelangweilten und traurigen Blick auf die Uhr. Auch er schlief schon die 2. Nacht nicht. Aber er fuhr fort zu sprechen, um nicht einzuschlafen. Oft fängt ein herrlicher Tag mit einem Sturm an. So möge es auch mit der Regierung Eurer Majestät sein. Gott selbst hat uns vor diesem Unheil bewahrt, das Russland, wenn nicht vernichten, so doch schwer verwunden musste. Dies ist der französischen Invasion wert. In beiden Fällen sehe ich das Leuchten eines gleichsam überirdischen Strahles. Er sprach die Worte nach, die er vorhin von Karamsin gehört hatte. Ja, wir sind glücklich davon gekommen, sagte der Kaiser, während ihm das Herz erstarb, wie bei einem Menschen, der soeben auf schmalem Brett einen Abgrund überschritten hat. Er blickte Benkendorf mit der heimlichen Hoffnung an, dass jener ihn beruhigen würde. Benkendorf schüchterte ihn aber wie absichtlich ein, umgarnte ihn mit dem klebrigen Netz der Angst, wie die Spinne eine Fliege mit ihrem Gewebe umgarnt. Alles hing an einem Fädchen, Majestät. Wenn die Aufrührer entschlossen gehandelt hätten, so wäre ihnen der Erfolg sicher gewesen. Aber der barmherzige Gott hat sie in eine sonderbare Unschlüssigkeit versetzt. So viele Stunden hatten sie auf dem Platze in völliger Untätigkeit gestanden, bis wir alle notwendigen Maßregeln ergriffen. Wären die Sapeure nur um 1 Minute zu spät gekommen, als die Leibgrenadiere schon in den Hof eingedrungen waren, so befände sich das Palais mit der ganzen allerhöchsten Familie in den Händen der Verbrecher. Es ist schrecklich daran, auch nur zu denken, was diese teuflische Bande von Unmenschen, die sich von Gott, vom Zaren und vom Vaterlande losgesagt haben, alles hätte anrichten können. Schrecklich! Die Haare stehen zu Berge und das Blut erstarrt in den Adern. Hätten sie alle niedergemetzelt? Ja, alle Majestät. Ist es wahr, dass Sie mich noch dort auf dem Platz ermorden wollten? Ja, vielleicht war dieselbe Kugel, die Miloradowitsch durchbohrte, für Eure Majestät bestimmt. Lebt er noch? Er liegt im Sterben, wird den Morgen kaum erleben. Er hat einen Brand in den Gedärmen. Sie schwiegen eine Weile. Nun, und wie ist es jetzt? Ruhig? Fragte der Kaiser und sagte sich gleich darauf, dass er zu viel danach fragte. Vorläufig ist alles, Gott sei Dank, ruhig. Sind viele verhaftet? An die 700 Gemeine, an die 10 Offiziere und einige Kanaillen in Frecken. Aber diese sind nicht die Hauptanführer, sondern nur Plänkler.
Ist auch Trubezkoi nicht der Hauptanführer? Nein, Majestät, ich glaube, dass man höher suchen muss. Wieso höher? Was willst du damit sagen? Ich weiß noch nichts Bestimmtes, aber ich fürchte, dass auch die höchsten Würdenträger, vielleicht sogar Reichsratsmitglieder, in diese Sache verwickelt sind. Wer denn? Ich möchte keine Namen nennen. Die Namen. Die Namen, ich verlange es. Mordwinow, Speransky. Anmerkung des Übersetzers. Mordwinow, Graf Nikolai Semjonowitsch, 1754 bis 1845. Marineminister, Freund und Mitarbeiter des liberalen Speransky. Ende der Anmerkung. Es kann nicht sein, flüsterte der Kaiser und fühlte, wie sein Herz wieder erstarb. Doch nicht mehr vor den überstandenen, sondern vor den kommenden Schrecken. Über den einen Abgrund war er gekommen, vor ihm gähnte aber ein neuer. Er hatte geglaubt, alles sei zu Ende. Nun fing es aber erst an. Ja, Majestät, alles kann von Neuem anfangen, versetzte Benkendorf, als hätte er seinen Gedanken belauscht. Speransky, Mordwinow, es kann nicht sein, sagte der Kaiser wieder. Er versuchte noch immer, sich aus dem klebrigen Spinngewebe zu befreien. Nein, Benkendorf, du irrst dich. Gebe Gott, dass ich mich irre, Majestät. Der große Spitzel sah Nikolai schweigend an, mit dem gleichen Blick, der eine Elle tief unter die Erde dringt, mit dem er ihn damals am Vorabend des 14. angesehen hatte, und über seine feinen Lippen glitt ein kaum wahrnehmbares Lächeln. Plötzlich wurde es ihm lustig zumute. Selbst die Schläfrigkeit hatte sich verflüchtigt. Er sah, dass er seine Sache gut gemacht hatte. Die Fliege entkommt nicht mehr aus dem Netz. Es hat einen Arakchejew gegeben. Nun wird es einen Benkendorf geben. Er holte aus der Tasche ein eng beschriebenes Blatt Papier und legte es auf den Tisch. Geruhen Sie es zu lesen, es ist sehr interessant. Was ist das? Der Entwurf einer Konstitution von Trubezkoi, ihrem Diktator. Ist er verhaftet? Noch nicht. Er hat sich bei seinem Schwager, dem österreichischen Botschafter Lebzeltern, versteckt. Man wird ihn wohl gleich herbringen. Apropos die Konstitution, bemerkte Benkendorf mit einem Lächeln, als wäre ihm etwas Lustiges eingefallen. Vielleicht fühlte er auch Mitleid und wollte dem Kaiser ein Vergnügen bereiten. Als dieses betrunkene Gesindel auf dem Platze schrie, »Hurra, die Konstitution!«, fragte sie jemand, »Wisst ihr Dummköpfe, was Konstitution ist?« »Gewiss wissen wir es«, antworteten sie, »Konstantin ist der Mann und Konstitution seine Frau.« »Nicht übel«, entgegnete Nikolai mit seinem ständigen schiefen Lächeln, wie bei Zahnschmerzen. Der Mund behielt aber den mürrischen Ausdruck, wie bei einem in die Ecke gestellten Schuljungen. Benkendorf wusste, was der Kaiser brauchte. Er wusste, dass er nur fürchtete und hasste, aber verachten wollte. Er lechzte nach Verachtung. Sende Lazarum, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Die Anekdote von der Konstitution war eben das ins Wasser getauchte Äußerste des Fingers, welches kühlte, aber den Durst nicht löschte. Hinter der Tür erklangen Schritte. Aus dem anstoßenden Saal der Kosakenwachen brachte man eben die Verhafteten unter Bewachung ins Flügeladjutantenzimmer. Und hier wurden sie von den Generaladjutanten Ljewaschow und Toll verhört. Benkendorf ging zur Tür und öffnete sie ein wenig. »Diese Menge von Pugatschows«, sagte er und verzog wie angeekelt das Gesicht. Der Schlosskommandant Baschutzki flüsterte ihm etwas ins Ohr. »Wer?«, fragte der Kaiser. »Es ist noch so eine Kanaille im Frack, der Schriftsteller Rylejew. Wollen Majestät ihn verhören?« »Nein, später. Zuerst du. Geh. Wenn man Trubezkoi bringt, melde es mir.« Als Benkendorf gegangen war, warf Nikolai den Kopf in die Sofalehne zurück, schloss die Augen und versuchte zu schlummern. Aber es war unbequem. Der Kopf hatte auf der glatten Lehne keinen Halt. Sich hinzulegen fürchtete er aber, um nicht fest einzuschlafen. Er zog die Beine herauf, drückte sich in eine Ecke des Sofas, krümmte sich zusammen und wollte schon die beiden untersten Knöpfe der engen Taille aufknöpfen, sagte sich aber, dass es unanständig sei. Er hatte Abscheu vor offenen Knöpfen. Er neigte den Kopf, lehnte die Wange an die harte Armlehne und fing an,
obwohl auch das unbequem war und die Schnitzerei sich ihm in die Wange schnitt, einzuschlummern. Der Flügeladjutant Adlerberg trat ein. Auf drei Fingern der hoch erhobenen Rechten, mit der Geschicklichkeit eines Lakaien ein Tablett mit einer Kaffeekanne tragend. Der Kaiser trank die ganze Nacht schwarzen Kaffee, um die Schläfrigkeit zu vertreiben. Er fuhr zusammen und erwachte. Majestät, sollten Sie sich doch hinlegen. Nein, Fjodoritsch, ich kann jetzt nicht ans Schlafen denken. Sie schlafen schon die zweite Nacht nicht. So kann man krank werden. Nun, wenn ich krank werde, falle ich um. Solange mich aber noch die Beine tragen, muss ich mich halten. Er schenkte sich Kaffee ein, trank einige Schluck und fing an, um sich aufzuklopfen, einen Brief an seinen Bruder Konstantin zu schreiben. Er konnte an ihn zwar nicht ohne Zähneknirschen denken, schrieb aber mit der gewohnten verwandtschaftlichen Zärtlichkeit. Teurer Konstantin, glauben Sie mir, es wird immer mein herzliches Bestreben sein, dem Willen und dem Beispiel unseres Engels, des verstorbenen Kaisers, zu folgen. Die Verhaftungen gehen in bester Ordnung vor sich, und ich hoffe, Ihnen in allernächster Zeit Einzelheiten über die schreckliche und schmachvolle Geschichte mitteilen zu können. Dann werden Sie erfahren, vor was für eine schwierige Aufgabe Sie Ihren unglücklichen Bruder gestellt haben und welches Mitleid Ihr armer Kerl verdient. Votre pauvre diable, votre tristes lait palais d'hiver. General Toll trat mit Papieren ein. Setz dich, Karl Fjodorowitsch, und lies vor. Jener las die Aussage Obolenskis vor, den man zugleich mit Trujillo verhaftet hatte. Was glaubst du, kann man den Gemeinen und diesen unglücklichen jungen Leuten verzeihen? Fragte der Kaiser. Er fragte es nicht zum ersten Male. Toll antwortete nichts. Ach, die armen Unglücklichen, begann Nikolai mit einem schweren Seufzer. Vielleicht sind sie prächtige Menschen. Warum soll man sie hinrichten lassen? Gott wird von uns allen für sie Rechenschaft fordern. Ihre Verirrung ist die Verirrung unseres Zeitalters. Man muss sie nicht zugrunde richten, sondern retten. Bin ich denn ein Henker und Unmensch? Nein, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Toll, siehst du denn nicht, dass mein Herz zerreißt? Er wird gleich weinen, dachte sich Toll voller Ekel und wusste nicht, wo seine Augen hinzutun. Er hörte zu mit dem Ausdruck geduldiger Langweile auf dem rauen und flachen, aber ehrlichen und offenen Gesicht eines preußischen Unteroffiziers. Der Kaiser redete aber noch lange mit der empfindsamen Geschwätzigkeit, die er von seiner Mutter geerbt hatte. Er probierte vor Toll wie vor einem Spiegel die Maske. Nun, was glaubst du, mein Freund, darf man ihnen verzeihen, wie? Majestät, antwortete endlich Toll, der sich nicht länger beherrschen konnte. Er räusperte sich sogar und wandte sich so jäh um, dass der Stuhl unter ihm knackte. Majestät, Sie haben immer Zeit, Ihnen zu verzeihen. Aber solange die Hauptanstifter und Urheber dieser Missetat nicht aufgedeckt sind, muss man nicht nur die Offiziere, sondern auch die Gemeinen unverzüglich der ganzen Strenge der Gesetze überliefern. Welche Nummer geruhen Sie, Obolenski anzuweisen? Der Kaiser schwieg, verzog das Gesicht und runzelte die Stirn. Er sah, dass Toll nicht sein Spiegel sein wollte. Er seufzte noch schwerer auf, machte eine traurige Miene, nahm einen Bleistift und den Plan der Peter-Pauls-Festung. Mit einer Reihe von Quadraten, die alle nummeriert waren, bezeichnete eines der Quadrate mit einem roten Kreuzchen, setzte die Nummer der Kasematte in die Order für den Festungskommandanten General Sukin und reichte den Zettel schweigend Toll. Toll nahm ihn schweigend in die Hand, verbeugte sich und ging. Der Kaiser warf aber den Kopf wieder in die Sofalehne zurück, schloss die Augen und schlummerte ein. Wieder glitt sein Kopf von der glatten Rückenlehne auf die harte Armlehne. Der Schlosskommandant General Baschutski trat ins Zimmer. In der einen Hand hielt er einen Degen und in der anderen einen silbernen Teller mit einem kleinen runden Gegenstand. »Was willst du?« »Graf Miloradowitsch, Majestät«, fing jener an und hielt schluchzend inne. »Ist er tot?« »Ja, Majestät.« »Gott hab ihn selig.« Der Kaiser schlug ein Kreuz und sagte sich, dass er bei dieser Nachricht eigentlich etwas hätte empfinden sollen. Seine letzten Worte waren, »Ich sterbe, wie ich gelebt habe, mit reinem Gewissen. Ich bin glücklich, dass ich mein Leben für den Kaiser opfern darf.« »Ihr Befahl, seine Leibeigenen freizulassen, Euer Majestät, aber dies zu bringen.« Seinen Degen und die Kugel, von der er durchbohrt wurde.
Baschutski legte den Degen auf den Tisch und stellte den Teller mit der Kugel daneben. Ich kann nicht. Entschuldigen, Majestät. Er schluchzte wieder, küsste den Kaiser auf die Schulter, wandte sich weg, barg das Gesicht ins Taschentuch und lief aus dem Zimmer. Nikolai ergriff die Kugel vorsichtig mit zwei Fingern und betrachtete sie lange und neugierig. Eine nagelneue, kleine Pistolenkugel. Keine Soldatenkugel. Wahrscheinlich hatte sie einer jener befragten Kanaillen abgeschossen. Sie war für Eure Majestät bestimmt, hatte Benkendorf gesagt. Er legte die Kugel weg und nahm das Blatt von den Papieren Trubezkois, das ihm Benkendorf vorhin übergeben hatte. Er las. Die Erfahrung aller Völker und aller Zeiten hat gezeigt, dass die autokratische Gewalt für die Regierenden und für die Gesellschaft gleich verderblich ist, dass sie weder den Satzungen unserer heiligen Religion noch den Prinzipien der Vernunft entspricht. Man darf nicht die Willkür eines einzelnen Menschen zur Grundlage einer Regierung machen. Man darf nicht zulassen, dass alle Rechte sich auf der einen und alle Pflichten auf der anderen Seite befinden. Blinder Gehorsam kann sich nur auf Furcht gründen und ist weder eines vernünftigen Gebieters noch vernünftiger Vollstrecker würdig. Indem sie sich über die Gesetze stellten, vergaßen die Herrscher, dass sie dadurch auch außerhalb der Gesetze und der Menschheit gerieten, dass es ihnen unmöglich ist, sich, wenn es sich um andere handelt, auf die Gesetze zu berufen und diese selben Gesetze zu missachten, wenn es sich um sie selbst handelt. Eines von beiden. Entweder sind die Gesetze gerecht, warum wollen sie sich dann nicht selbst ihnen fügen? Oder sie sind ungerecht. Warum soll man dann die anderen unter die Gesetze zwingen? Alle Völker Europas erreichen jetzt Gesetzlichkeit und Freiheit. Das russische Volk verdient aber mehr als die anderen, wie das eine so das andere. Das freie und unabhängige russische Volk ist nicht das Eigentum einer einzelnen Person oder Familie und darf es auch nicht sein. Die Quelle der höchsten Gewalt ist das Volk. Quel infamie, dachte sich der Kaiser. Ja, es ist gemein, aber nicht dumm. Wieder wollte er verachten und konnte es nicht. Er fühlte, dass es mehr als die Konstitution Frau des Konstantin sei. Er hatte die Aufrührer auf dem Platze füsiliert. Aber wie kann er dies füsilieren? Schrecklich ist dieses Blatt, schrecklicher und unabwendbarer als die Kugel. Trubezkoi, Majestät, meldete Benkendorf. Der Kaiser überlegte und sagte, er soll kommen. Ende von Abschnitt 23. Abschnitt 24 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch nach dem 14. Dritter Teil, zweites Kapitel. In der Schlacht bei Kulm wurden zwei Kompanien ohne eine einzige Patrone in den Taschen kommandiert, mit blanker Waffe die Franzosen zu verjagen, die vom Waldrande her schossen. Der Kompaniechef Fürst Sergei Petrowitsch Trubezkoi ging seinen Säbel schwingend so ruhig und lustig vor den Soldaten her, dass sie ihm wie ein Mann folgten und die Franzosen mit Bajonetten aus dem Walde jagten. Und bei Lützen, als Prinz Eugen die Garderegimenter aus 40 Geschützen bombardierte, erlaubte sich Trubezkoi einen Scherz mit dem Leutnant von Bock, der im ganzen Regiment wegen seiner Feigheit berühmt war. Er ging von hinten auf ihn zu und warf ihm einen Erdklumpen in den Rücken, und jener fiel wie tot um. So war auch Trubezkoi selbst am 14. umgefallen. Kaum war er am Morgen erwacht, als er sich sofort der gestrigen Worte Puschtschins erinnerte. Sie werden doch immerhin auf dem Platze sein. Und er fühlte sich wieder wie gestern, schwach und matt, als wäre er plötzlich weich und flüssig geworden. Er fürchtete, dass man ihn holen würde. Er verließ das Haus, nahm eine Droschke und fuhr auf die Kanzlei des Generalstabs, um zu erfragen, wann die Vereidigung stattfinden solle. Er wollte sofort dem neuen Kaiser den Eid leisten, in der Hoffnung, dass, wenn etwas passierte, dieser Eifer ihm irgendwie angerechnet werden würde. Er erfuhr, dass die Vereidigung am nächsten Morgen um 11 Uhr stattfinden sollte. Aus dem Generalstab ging er zu Fuß zu seiner Schwester in die große Miljonaja. Von ihr zu seinem Freund, dem Obersten und Flügeladjutanten Bibikow, der an der Ecke der Fontanka und des Newski wohnte. Er traf diesen nicht zu Hause.
blieb aber einige Zeit mit dessen Frau und Bruder und frühstückte mit ihnen. Als er sah, dass es schon 1 Uhr geworden war, fasste er Mut, denn er glaubte, dass die Truppen schon vereidigt worden seien und alles ruhig abgelaufen sei. Er begab sich nach Hause, um sich umzukleiden und zum Gottesdienst ins Palais zu fahren. Als er aus dem Newski auf den Admiralitätsplatz kam, sah er die Menge und hörte die Schreie: »Hurra, Konstantin!« Er ließ seinen Wagen halten und fragte, was los sei. Als er hörte, dass es ein Aufstand sei, wurde er beinahe auf der Stelle ohnmächtig. Was später kam, wusste er kaum. Er ging. Er wusste selbst nicht, warum, wieder in den Hof des Generalstabsgebäudes. Er stand nachdenklich da und wusste nicht, wohin zu gehen. Schließlich stieg er die Treppe zur Kanzlei hinauf. Hier rannten irgendwelche Menschen mit erschrockenen Gesichtern herum. Jemand sagte: »Die Herren in Uniformen möchten auf den Platz gehen. Dort befindet sich Seine Majestät der Kaiser.« Alle gingen hinaus und er ging mit. Unterwegs trennte er sich aber unbemerkt von den anderen und ging durch den Hof des Generalstabsgebäudes in die Miljonaja. Er wusste nicht, wo er hin sollte, und warf sich ratlos hin und her wie ein gehetzter Hase. Vor dem Tor des Generalstabs sah er einen ihm bekannten Beamten. Jener rief ihn wieder auf die Kanzlei. »Ach, dieses Unglück«, jammerte der Beamte. »Man hat den Miloradowitsch ermordet«, rief jemand dicht am Ohre Trubezkois. Seine Beine knickten ein. »Ist Ihnen nicht wohl, Fürst?« Jemand hielt ihm Riechsalz vor die Nase, und plötzlich befand er sich wieder auf der Straße mit irgendwelchen unbekannten Menschen. Er merkte, dass man ihn auf den Senatsplatz führte. »Mir ist nicht wohl, meine Herren, ich bin ganz krank.« Er weinte beinahe. Und wieder sah er sich in der Kanzlei. Oh Gott, das wievielte Mal schon, dachte er sich voller Verzweiflung. Er ging ganz zurück in das Botenzimmer. Hier war niemand da, alle waren weggelaufen. Lange saß er hier und freute sich, dass man ihn endlich in Ruhe ließ. Als es dunkel geworden war, ertönten Kanonenschüsse, so laut, dass die Fensterscheiben klirrten. Er sprang auf und wollte hinauslaufen, fiel aber in den Stuhl und hörte wie erstarrt einen Schuss nach dem anderen krachen. Neben dem Botenzimmer befand sich eine dunkle Kammer, in der man die amtlichen Pakete zuzunähen und zu versiegeln pflegte. Es roch nach Siegellack, Bast und Segeltuch. An der Wand brannte trüb ein Öllämpchen. Auf dem Tische lagen Bindfaden, Knäuel und in der Decke steckte ein großer Haken, der für eine andere Lampe bestimmt war. Er sah diesen Haken wie gedankenlos an und erinnerte sich erst später, dass er sich dabei gedacht hatte, es wäre gut, sich zu erhängen. Die Schießerei hörte auf. Ins Zimmer kamen Boten, Diener, Kuriere. Sie verbeugten sich vor ihm tief und sahen ihn erstaunt an. Er stand auf und ging hinaus. Er wusste noch immer nicht, wo er hin sollte. Endlich entschloss er sich, bei seinem Schwager, dem österreichischen Botschafter Lebzeltern, zu übernachten. Er wusste zwar, dass man ihn auch dort verhaften würde, aber er benahm sich wie ein Schuljunge, der etwas angestellt hat und weiß, dass er der Rute nicht entgehen wird, sich aber dennoch unter dem Tisch versteckt. Bei den Lebzelterns befand sich Katascha. Erst als er sie erblickte, begriff er, wie sehr er sich nach ihr die ganze Zeit, ohne es selbst zu wissen, gesehnt hatte. Am meisten quälte ihn, dass sie noch nichts wusste. Er wollte es ihr sofort sagen, zog aber vor, es noch hinauszuschieben. Er schob es auch später noch einige Mal hinaus. So hatte er es ihr bis zuletzt nicht gesagt, obwohl er wusste, dass es die größte Gemeinheit war. Da er müde war, ging er früh zu Bett und schlief fest ein. Er hatte ungewöhnlich angenehme Träume. Er sah Berge, die keine Berge, Wellen, die keine Wellen waren. Dunkellila, durchsichtig wie Amethyste. Und er flog über ihn, schwebte wie in einer Schaukel und war plötzlich glücklich, dass er erwachte. Lange lag er im Dunkeln mit offenen Augen, lächelte und fühlte sein Herz noch immer vor Freude schlagen. Er wollte sich auf den Traum besinnen und konnte es nicht. Es war gar zu ungewöhnlich. Jedenfalls wusste er sicher, dass es mehr als ein Traum war. Er erinnerte sich plötzlich seiner Angst von vorhin und fühlte, dass sie schon verschwunden war und nie wiederkehren würde. Er schämte sich so gar nicht, sondern wunderte sich nur. Es war ihm,
als sei er früher gar nicht er, sondern jemand anderes gewesen. Er besann sich auch auf seinen Lieblingspsalm. Er pflegte ihn immer lateinisch zu rezitieren, wie er ihn als Kind in der Jesuitenpension vom alten polnischen Pater Aloysius gelernt hatte. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was soll mir das Fleisch tun? Meine Feinde werden sich müssen zurückkehren, wenn ich rufe. So werde ich inne, dass du mein Gott bist. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir die Menschen tun? Er schloss wieder die Augen. So schlafen alle Verurteilten. Nun, mag sein, ging es ihm durch den Sinn. Und schon schlief er wieder. Noch süßer, noch tiefer, aber schon ohne Träume. Er erwachte plötzlich, wie es so oft im Schlaf vorkommt, nicht weil geklopft wurde, sondern weil er wusste, dass gleich geklopft werden würde. Und nach einer Minute wurde wirklich an die Tür geklopft. »Durchlaucht, Durchlaucht«, rief der Kammerdiener erschrocken. »Was ist denn?« »Man ist aus dem Schlosse gekommen.« Er begriff, dass man ihn verhaften kam. Vier Soldaten mit bloßen Säbeln führten den Arrestanten in das kaiserliche Empfangszimmer. Nach ihm traten die Generaladjutanten Ljewaschow, Toll und Benkendorf, der Schlosskommandant Baschutski und der Oberpolizeimeister Schulgin ins Zimmer. Nikolai stand auf, ging auf Trubezkoi zu und musterte ihn lange und stumm. Er ist pockennarbig und rothaarig, hat einen zerzausten dünnen Backenbart, abstehende Ohren, eine große Hakennase, dicke Lippen und zwei schmerzvolle Falten an den Mundwinkeln. So sieht also ihr Diktator aus. Er zittert, ist vor Angst ganz verjudet, dachte sich der Kaiser wieder vom Durst gequält, verachten zu können. Er kam näher und führte seinen Zeigefinger an Trubezkois Stirn. Was war in ihrem Kopfe, als sie mit ihrem Namen, mit ihrer Familie sich auf so eine Sache einließen? Gardeoberst Fürst Trubezkoi, wie? Schämten Sie sich nicht, mit jenem Gesindel zu sein? Er kam sich in diesem Augenblick selbst als Apollo von Belvedere vor, der den Python besiegt. Aber diese Maske fiel und an ihrer Stelle trat eine andere. Anstelle der Drohenden eine empfindsame. Dieselbe, die er früher vor Toll anprobiert hatte. Sie haben eine so liebe Frau. Haben Sie Kinder? Nein, Majestät. Ein Glück für Sie, dass Sie keine Kinder haben. Ihr Los wird schrecklich sein. Schrecklich. Trotz des scheinbaren Zornes war er ruhig. Alles war schon im Voraus überlegt. Warum zittern Sie? Ich bin erfroren, Majestät. Bin eben in bloßen Waffenrock gefahren. Warum in bloßen Waffenrock? Man hat mir meinen Pelz gestohlen. Wer? Ich weiß nicht, wahrscheinlich im Gedränge, als man mich verhaftete. Es waren viele Leute dabei, antwortete Trubezkoi mit einem Lächeln. In diesem großen, grauen, einfachen, traurigen und guten Augen war nicht die geringste Angst. Er stand ungelenk und gebückt da, die Hände im Rücken. Wollen Sie stehen, wie es sich gehört, die Hände an die Hosen hat? Sir, wenn Ihr Kaiser zu Ihnen Russisch spricht, so dürfen Sie ihm nicht in einer anderen Sprache antworten. Verzeihen, Majestät, meine Hände sind gebunden. Aufbinden. Schulgin ging auf ihn zu und fing an, ihm die Hände aufzubinden. Der Kaiser wandte sich weg. Er sah in den Händen Tolls ein Papier und befahl ihm, lies. Toll las die Aussage eines der Verhafteten, dessen Namen er nicht nannte. Die Vorgänge vom 14. seien das Werk der geheimen Gesellschaft, die außer den Mitgliedern in Petersburg auch viele im 4. Armeekorps haben. Fürst Trubezkoi, der diensthabende Stabsoffizier des Armeekorps, könne darüber jede Auskunft geben. Trubezkoi hörte es und freute sich. Er sah, dass der Aussagende die Untersuchung auf eine falsche Spur geleitet hatte, um die Existenz der südlichen Gesellschaft zu verheimlichen. »Ist es die Aussage Puschtschins?« »Ja, Majestät«, antwortete Toll. Trubezkoi merkte, dass sie sich dabei zublinzelten. »Nun, was sagen Sie dazu?« wandte sich der Kaiser wieder an ihn. »Puschtschin irrt sich, Majestät«, antwortete Trubezkoi, seinen ganzen Verstand anspannend, um zu erraten, was dieses Blinzeln wohl bedeuten könne. »Aha, Sie meinen, es ist Puschtschin.
fiel Toll über ihn her. Trubezkoi ließ sich aber nicht beirren. Er hatte es schon verstanden. Man wollte durch ihn Puschtschin einfangen. Euer Exzellenz haben doch selbst gesagt, es sei die Aussage Puschtschins. Wo wohnt Puschtschin? Ich weiß es nicht. Vielleicht bei seinem Vater? Ich weiß es nicht. Ich habe immer gesagt, dass das 4. Armeekorps das Nest der Verschwörer ist, sagte Toll. Exzellenz sind durchaus falsch unterrichtet. Im 4. Armeekorps gibt es keine geheime Gesellschaft. Ich verbürge es, sagte Trubezkoi und sah ihn mit einem beinahe unverhohlenen Triumph an. Jener verstummte mit dem Gefühl eines Jägers, dem das Wild unter der Nase entwischt. Auch der Kaiser machte ein finsteres Gesicht. Auch er sah, dass die Sache verdorben war. Aber wie steht es mit Ihnen? Mit Ihnen? Sprechen Sie für sich. Haben Sie der geheimen Gesellschaft angehört? Ich habe ihr angehört, Majestät, antwortete Trubezkoi ruhig. Er wusste, dass er nicht mehr aus dem Konzept kommen würde. Waren Sie Diktator? Zu Befehl? Ja. Der ist gut. Er versteht nicht, eine Abteilung zu kommandieren, wollte aber die Schicksale der Völker leiten. Warum waren Sie nicht auf dem Platz? Als ich sah, dass Sie nur meinen Namen brauchten, verließ ich Sie. Übrigens hoffte ich bis zum letzten Augenblick, dass, wenn ich mit Ihnen als Anführer in Verbindung bleibe, es mir gelingen würde, Sie von dem unsinnigen Vorhaben abzubringen. Von was für einem Vorhaben? Vom Zarenmord? Fiel Toll erfreut wieder über ihn her. An den Zarenmord dachte niemand, wollte Trubezkoi antworten, aber es fiel ihm ein, dass es nicht wahr sei. Darum antwortete er, der Zarenmord gehörte nicht zu den politischen Absichten der Gesellschaft. Ich wollte sie von der Aufwiegelung der Truppen und vom unnötigen Blutvergießen abbringen. Wussten Sie von der Verschwörung? Ja. Und erstatteten keine Anzeige? Es konnte mir gar nicht einfallen, Majestät, jemand das Recht zu geben, mich einen Schuft zu nennen. Und wie wird man sie jetzt nennen? Trubezkoi antwortete nichts, blickte aber den Kaiser so an, dass jener sich verlegen fühlte. Lassen Sie die Finten, Herr! Wollen Sie alles sagen, was Sie wissen? Schrie Nikolai streng an. Er fing an, böse zu werden. Sonst weiß ich nichts. Sie wissen nichts? Und was ist das? Er trat schnell an den Tisch und nahm das Blatt mit dem Entwurf der Konstitution. Auf dem Blatt lag die Kugel. Er hatte sie mit Absicht draufgelegt, um das Papier gleich finden zu können. Das wissen Sie auch nicht? Wer hat das geschrieben? Wessen Hand ist das? Meine Hand. Wissen Sie, dass ich Sie deswegen gleich auf der Stelle erschießen lassen kann? Lassen Sie mich erschießen, Majestät, Sie haben das Recht dazu, erwiderte Trubezkoi und hob wieder die Augen. Ihm fielen die Worte ein. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir die Menschen tun? Ich darf mich nicht ärgern. Ich soll es nicht, sagte sich der Kaiser. Aber es war schon zu spät. Die ihm bekannte Lust der Raserei lief ihm wieder durch die Adern. »Ach so, Sie glauben, man wird Sie erschießen, und Sie werden deswegen interessant werden«, flüsterte er keuchend, sein Gesicht dem Seinen nähernd und gegen ihn vorgehend, so dass jener zurückwich. »Aber gefehlt, ich werde Sie nicht erschießen, ich werde Sie in der Festung verfaulen lassen, in Ketten, eine Elle unter der Erde. Ihr Los wird schrecklich sein, schrecklich, schrecklich!« Je öfter er dieses Wort wiederholte, umso mehr fühlte er seine Ohnmacht. Da steht jener vor ihm und fürchtet nichts. Er kann ihn einsperren, in Ketten schlagen, foltern und töten, kann ihm doch nichts tun. »Schurke«, schrie Nikolai, sich auf Trubezkoi stürzend und ihm am Kragen packend, »hast deine Uniform beschmutzt, herunter mit den Achselstücken, herunter mit den Achselstücken, so, 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 so!« Er stieß, schüttelte und zerrte ihn und zwang ihn schließlich zu Boden. »Majestät«, sagte Trubezkoi leise, auf den Knien liegend und ihm in die Augen blickend. Der Kaiser verstand den Blick. »Schämen Sie sich denn nicht?« Er kam zu sich, ließ von ihm ab, setzte sich in den Sessel und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Alle erwarteten schweigend, womit das wohl enden würde. Trubezkoi stand auf und sah Nikolai mit dem stillen Lächeln von vorhin an. Hätte jener es gesehen, so würde er verstanden haben, dass in diesem Lächeln Mitleid war.
Die Tür aus dem Schlaf- und Arbeitszimmer ging auf. Der Großfürst Michail Pawlowitsch steckte vorsichtig den Kopf hinein, zog ihn dann ebenso vorsichtig zurück und schloss die Tür. Das Schweigen dauerte lange. Der Kaiser nahm endlich die Hände vom Gesicht. Es war unbeweglich und undurchdringlich. Er stand auf und wies Trubezkoi auf den Sessel vor dem Tisch. »Setzen Sie sich und schreiben Sie an Ihre Frau«, sagte er, ohne ihn anzusehen. Trubezkoi setzte sich, nahm die Feder und sah den Kaiser an. »Was befehlen Majestät zu schreiben?« »Was Sie wollen.« Nikolai blickte über seine Schulter und las: »Liebe Freundin, sei unbesorgt und bete zu Gott.« »Was ist da viel zu schreiben? Schreiben Sie nur, ich werde leben und gesund sein«, sagte der Kaiser. Trubezkoi schrieb: »Der Kaiser steht neben mir und befiehlt mir zu schreiben, dass ich lebe und gesund bin.« »Dass ich leben und gesund sein werde. Schreiben Sie sein werde darüber.« Trubezkoi korrigierte. Der Kaiser nahm den Brief und gab ihn Schulgin. »Wollen Sie ihn an die Fürstin Trubezkoi bestellen?« Schulgin ging hinaus. Trubezkoi stand auf. Wieder trat Schweigen ein. Der Kaiser stand vor ihm, sah ihn noch immer nicht an und hielt die Augen gesenkt, als wagte er nicht, sie zu heben. Er setzte sich an den Tisch und schrieb an den Kommandanten Sukin: »Trubezkoi kommt in den Alexei Ravelin auf Nr. 7. Den Zettel gab er toll. »Nun gehen Sie«, sagte er und hob den Blick auf Trubezkoi. »Nehmen Sie es mir nicht übel, Fürst. Meine Lage ist wenig beneidenswert, wie Sie es selbst zu sehen belieben.« Er lächelte schief und errötete wieder. Er fühlte, dass daraus wieder nichts wurde, und runzelte die Stirn. Gehen Sie alle!« Und er winkte mit der Hand. Als alle gegangen waren, setzte er sich wieder auf den früheren Platz auf dem Sofa. Er saß unbeweglich, wie erstarrt da, duselte aber nicht mehr, sondern blickte mit weit aufgerissenen Augen gerade vor sich hin, auf den Spiegel. An der Wand über dem Sofa hing ein lebensgroßes Bildnis des Kaisers Paul I. Die Flammen der heruntergebrannten Kerzen auf den Jaspistischen in der Ecke zitterten, und in diesem flackernden Schein wurde das Bildnis im Spiegel wie lebendig. Das kleine Männchen mit der Stutznase, mit den Augen eines Verrückten und dem Lächeln eines Totenkopfes, im Habit des Großmeisters des Malteserordens, im purpurnen Mantel, der an einen Bischofsornat erinnerte, schien lebendig zu werden und sich zu bewegen. Gleich tritt er aus dem Rahmen. Der Sohn sah den Vater an und der Vater den Sohn, als wollten sie einander etwas sagen. 11. März, 14. Dezember. Damals hatte es angefangen, nun ging es weiter. »Man wird mich erwürgen, wie man den Vater erwürgt hat.« Diese Worte Konstantins kamen dem Kaiser in den Sinn. Er konnte sich selbst dasselbe sagen, was er vorhin zu Trubezkoi gesagt hatte. »Dein Los wird schrecklich sein. Schrecklich!« Er stand auf und trat vor den Spiegel. Unten zu Füßen des Vaters erschien das Gesicht des Sohnes, bleich, mit entzündeten roten Lidern, aufgeworfenen Lippen, wie bei einem Schuljungen, den man in eine Ecke gestellt hat, mit zerzausten, zu Berge stehenden Haaren. Es war, als sei er nicht er, sondern ein anderer, sein Doppelgänger, der Usurpator, der Emporkömmling von einem Kaiser. Er näherte das Gesicht dem Spiegelglas. Die Lippen verzerrten sich zu einem Lächeln und flüsterten lautlos: »Stabshauptmann Romanow, du bist aber ein...« Er taumelte entsetzt zurück. Es schien ihm, als sei es nicht er, sondern jener andere, der im Spiegel wachte und flüsterte: »Stabshauptmann Romanow, du bist aber ein...« Ende von Abschnitt 24. Abschnitt 25 von Der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski, übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch. Nach dem 14. Dritter Teil, drittes Kapitel. »Marinka«, sagte Golizin, die Augen aufschlagend. Er kam zum ersten Male nach seiner Ohnmacht zu sich. Als er noch im Fieber lag, hatte er, ohne sie zu sehen, gefühlt, dass sie hier an seiner Seite sei,
und sich gequält, dass er sie nicht rufen könne. »Was denn, Valerian Michailowitsch, Liebster?« fragte sie, sich über ihn beugend und ihn erschrocken und freudig in die Augen blickend. »Was denn, was?« Sie bemühte sich, zu erraten, was er wollte. Er wollte fragen, wo er sich befinde und was mit ihm los sei, war aber so schwach, dass er nicht sprechen konnte. Er fürchtete, wieder in das schwarze Loch der Bewusstlosigkeit zu stürzen, aus dem er eben mit solcher Mühe herausgekommen war. Er wollte sich selbst an alles erinnern. Er besann sich auf einiges und vergaß es gleich wieder. Die Gedanken rissen wie durchgebrannte Fäden. Allerlei Einzelheiten lenkten ihn ab. Die Menge Medizingläser mit Rezepten auf dem Nachttischchen, die Flamme der Wachskerze hinter einem grün seidenen Lichtschirm, das eintönige leise Ticken der Taschenuhr auf dem Tischchen. Wahrscheinlich war es seine eigene Uhr. »Wie spät ist es?« fragte er endlich mit vorsichtiger Anstrengung. »Halb sieben«, antwortete Marinka. Morgens oder abends wollte er fragen, vergaß es aber gleich, denn es kam ihm ein anderer Gedanke. Wie lange er schon so liege. Er schwieg eine Weile, sammelte sich und fragte. »Was für ein Tag?« »Donnerstag.« Und das Datum wollte er fragen und vergaß es wieder. Plötzlich ertönte in der Stille ein dumpfes Dröhnen, wie von einem fernen Schuss. »Schießt man dennoch immer?« wunderte er sich und besann sich, dass er das gleiche Dröhnen auch im Fieber gehört hatte. Jedes Mal hatte er aufstehen und hinlaufen wollen. Er hatte die Füße bewegt, war gelaufen und dabei auf demselben Fleck geblieben. »Stehen, stehen, stehen«, da tickte eintönig die Uhr. Und er verstand, was es bedeutete. Stehende Revolution. »Er schwitzt«, sagte Marinka, ihm die Hand auf den Kopf legend. »Gott sei Dank«, rief Foma Fomitsch erfreut. Golizin erkannte seine Stimme. Der Arzt hatte neulich gesagt, wenn er einmal schwitzt, wird er gleich gesund werden. Sie wischte ihm den Schweiß mit einem Tuch aus dem Gesicht. Er sah sie an und entsann sich ihrer wie durch einen alten, oft gesehenen Traum. Ein liebes, liebes junges Mädchen, vom Duft der Liebe umhaucht wie blühender Flieder von der Frische des Taus. Sie trug einen alten Morgenrock aus Gros de Naples von rauchgrauer Farbe und ein Spitzenhäubchen, aus dem längs der Wange wie leichte Trauben lange schwarze Locken herabfielen. Das Gesicht war etwas magerer und blasser geworden und die großen dunklen Augen schienen noch größer und dunkler. »Meine Liebe, Liebe«, flüsterte er und wandte sich zu ihr. Ihre Blicke trafen sich. Sie lächelte. Sie erriet, was er wollte, und drückte ihre Handfläche, so frisch und warm wie eine von der Sonne durchwärmte Blütenkrone, an seine Lippen. »Man müsste ihm die Arznei geben, Marja Pawlowna«, sagte Foma Fomitsch. Marinka füllte einen Löffel und reichte ihn Golizin. Es schmeckte gut und roch nach Mandeln und Anis. »Noch«, bat er mit kindlicher Gier. »Mehr dürfen Sie nicht. Wollen Sie trinken?« »Nein, schlafen.« »Warten Sie, der Kopf liegt zu tief.« Sie umfasste mit dem einen Arm seine Schultern, hob mit unerwarteter Kraft und Gewandtheit seinen Kopf und begann mit der anderen Hand die Kissen zurechtzurücken. Während sie ihn hob, fühlte er an seiner Wange durch das Kleid hindurch ihre elastische, zarte Mädchenbrust. »Ist es so gut?« fragte sie, indem sie seinen Kopf auf das Kissen legte. »Gut, Marinka, Mamachen.« Er wusste selbst nicht, ob er das Wort Mamachen absichtlich oder zufällig gesagt hatte. Ihre Blicke trafen sich wieder. Sie lächelte ihm zu und er wiederholte gerührt und begeistert: »Mamachen, Marinka.« Er wollte noch etwas sagen, aber dunkle, weiche Wellen schlugen über ihn zusammen. Er fühlte nur, wie sie ihn auf die Stirne küsste und bekreuzigte, und hörte, wie sie flüsterte: »Schlaf, Liebster, schlaf mit Gott.« Er schloss mit einem Lächeln die Augen. Es war ihm, als hätte sie ihn auf die Arme genommen und wiege ihn in den Schlaf. Er schlief bis 11 Uhr früh. Die weiße, blauäugige Katze Marquise mit den gezierten und langsamen Bewegungen einer echten Marquise hatte die ganze Nacht zu einem Knäuel zusammengerollt auf dem Deckel des Klaviers geschlafen. Am Morgen erwachte sie, stellte sich auf alle 4 Pfoten, machte einen Buckel, schnurrte und sprang auf die Tasten. Und das Geklimper weckte Golizin. »Kitz, du Nichtsnutzige, da hast du ihn geweckt.
schrie Marinka die Katze an und stampfte mit dem Fuß. Potapotapitsch Potapow! Klang aus der Ferne der Schrei des Papageis, und Golizyn begriff sofort, dass er sich im alten Hause der Großmutter befand. Es war aber nicht sein Zimmer, sondern das gelbe Teezimmer neben dem blauen Sofazimmer. Später erfuhr er, dass man ihn aus seinem kleinen und schwülen Schlafzimmer im Entresol während seiner Krankheit in dieses Zimmer geschafft hatte. Es roch nach brennender Birkenrinde. Im Ofen brannte knisternd ein Feuer, und die Ofentür klapperte im Luftzug. Die eine Hälfte des Zimmers war von einem anheimelnden, rosa-goldenen Licht übergossen, und die andere in das blau-weiße Licht des Wintermorgens getaucht. Die Fenster gingen nach dem Garten mit den reifbedeckten alten Linden. Über den mit verblasstem, zitronengelbem Stoff bespannten Wänden zog sich oben an der Decke ein weißer Stück Fries hin, ein Reigen tanzender Amoretten. Ihre nackten Körper erschienen im rosa Licht des Ofens lebendig. Welch ein lustiges Zimmer, dachte sich Golizyn, und plötzlich wurde es auch ihm lustig zumute. Die Katze hatte vor Marinka nicht viel Respekt. Sie glitt an ihren Füßen vorbei, sprang aufs Bett und fing an, ihr Schnäuzchen mit lauten Schnurren an Golizyns Beinen zu reiben. »Kitz, Kitz, du Abscheuliche!« »Macht nichts, Marinka, ich habe schon ausgeschlafen.« »Guten Morgen, Durchlaucht, wie haben Sie geruht?« fragte Foma Fomitsch, hinter dem Bettschirm hervortretend. Seine Perücke war auf die Seite gerutscht, das gepuderte Zöpfchen derangiert und der langschößige Rock zerdrückt. Offenbar hatte er die ganze Nacht nicht geschlafen und nur ein wenig in einem Sessel oder auf dem Kanapee hinter dem Schirm geduselt. »Ich habe ausgezeichnet geschlafen. Aber warum diese Sorge um mich? Es geht mir viel besser«, sagte Golizyn. Marinka sah ihn aufmerksam an und war plötzlich erstaunt und erfreut. Eine solche Veränderung im Aussehen und in der Stimme. Gott sei Dank«, rief Foma Fomitsch, sich bekreuzigend, und in seinen kindlichen Augen, in seinem kindlichen Lächeln leuchtete solche Güte, dass es Golizyn noch lustiger wurde. »Wollen Sie nicht etwas zu sich nehmen? Kaffee, Eier, Bouillon?« »Alles, alles, Foma Fomitsch, ich habe furchtbaren Hunger.« Plötzlich spitzte er die Ohren und horchte. Er hörte wieder, wie damals in der Nacht im Fieberdelirium, ein fernes, dumpfes Dröhnen, dem Dröhnen eines fernen Kanonenschusses ähnlich. Jetzt wusste er aber, dass es kein Delirium war. »Was ist das? Hören Sie?« »Nein, ich höre nichts«, antwortete Foma Fomitsch. Er war etwas schwerhörig. »Jetzt wieder, man schießt, hören Sie es denn nicht?« schrie Golizyn auf. Und in seinen Augen leuchtete die Hoffnung. Er richtete sich im Bette auf, als wäre er bereit, aufzuspringen und hinzulaufen. »Valerian Michailowitsch, Liebster, um Gottes Willen, liegen Sie still! Foma Fomitsch, laufen Sie mal hin und erfahren Sie, was es ist«, sagte Marinka. Der Alte lief ins Nebenzimmer, dessen Fenster nach dem Hof ging. Hier klang das Dröhnen so laut, dass er es hörte. Er trat ans Fenster, schob einen Stuhl hin, stieg aufs Fensterbrett, öffnete die Luke, steckte den Kopf hinaus und begriff sofort alles. Dann kehrte er zu Golizyn zurück. »Ach, das ist kein Artilleriefeuer«, sagte er den Kopf schüttelnd und wie ein kleines Kind lachend. »Durchlaucht können ganz unbesorgt sein. Die Schießerei ist nicht gefährlich. Das Pförtchen im Tore ist aus schwerem Eichenholz und wird durch ein Gewicht geschlossen, das über eine eiserne Rolle hängt. Der Torweg ist aber überwölbt und jeder Ton hallt darin wider. Der Hausknecht Jefim trägt Brennholz in die Küche. So oft er das Pförtchen zuschlägt, kracht es wie aus einer Kanone.« Er schwieg eine Weile, nahm aus der goldenen Tapetiere mit dem Bildnis des Kaisers Paul I. und der Inschrift »Neben Gott, er allein, und durch ihn atme ich« langsam eine Prise und fügte mit einem philosophischen Seufzer hinzu. »So ist es, sehr verehrter Herr. An diesem Beispiel kann man sehen, wie unvollkommen und der Täuschung zugänglich die menschlichen Sinne sind. Diese äußeren Türen unseres mechanischen Automaten, wenn wir das Zuschlagen einer Pforte von einem Kanonenschuss nicht zu unterscheiden vermögen, welchen Wert haben dann unsere tiefsinnigen Urteile über die Natur der Dinge und über die verborgensten Gesetze des Weltalls?« Plötzlich merkte er, dass Marinka ihm zuwinkte. Er hielt inne und sah Golizyn an. Jener war blass geworden, hatte den Kopf in das Kissen fallen lassen und die Augen geschlossen. »Wir haben aber das Frühstück ganz vergessen«, rief plötzlich Foma Fomitsch. »Sofort laufe ich in die Küche. Kaffee, Eier, Bouillon. Vielleicht auch etwas Reisbrei.« Marinka winkte nur mit der Hand und der Alte lief hinaus. Golizyn lag mit geschlossenen Augen.
Marinka saß auf dem Bettrand und streichelte schweigend seine Hand. »Welches Datum haben wir heute?« fragte er endlich. »Den 18.« »Also 3 Tage. Ich bin doch am Dienstag früh erkrankt.« »Ja, am Dienstag. Als der Kammerdiener Ihnen den Tee brachte, lagen Sie angekleidet, im Fieber und bewusstlos auf dem Bett.« »Habe ich fantasiert?« »Ja.« »Was habe ich fantasiert?« »Immer von den Schüssen, dann von irgendeinem Tier, dass man das Tier töten müsse.« »Erinnern Sie sich noch, Marinka, ich sagte Ihnen, dass wir uns noch wiedersehen werden. Nun haben wir uns wiedergesehen.« Er sah sie lange und unverwandt an. Er wollte sie fragen, ob sie wisse, was am 14. gewesen war, fragte aber nicht. Er fürchtete, sie danach zu fragen. »Ich weiß alles«, sagte sie, als hätte sie seine Gedanken erraten. »Großmutters Haushofmeister, Anani Wassiljewitsch, war auf dem Senatsplatze. Er kam am Abend zu uns gelaufen und erzählte alles.« »Er hat auch Sie gesehen.« Sie verstummte plötzlich, beugte sich zu ihm, umarmte ihn, schmiegte ihre Wange an die seine, drückte ihr Gesicht in das Kissen und weinte. »Nicht doch, Marinka, mein liebes Mädchen, ich bin ja bei Ihnen. Und wir werden uns niemals...« Er wollte sagen, wir werden uns niemals trennen. Aber er fühlte, dass er sie nicht betrügen könne. Sie weiß alles, nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft. Darum beweint sie ihn, wie eine Lebendige einen Toten, nimmt von ihm für immer Abschied. »Arme Braut, wo ist dein Liebster? Dich erwartet tot und fahl, tief im Grabe dein Gemahl.« Diese Verse, die er einst Sofja Naryschkina vorgelesen, fielen ihm jetzt ein. »Da ist schon das Frühstück«, sagte Foma Fomitsch mit einem Tablett ins Zimmer tretend. Marinka sprang auf und lief hinaus. Der Alte blickte ihr nach, schüttelte den Kopf, seufzte, sah auch Golizyn an, sagte aber nichts. Wahrscheinlich fühlte er, dass er sich durch nichts mehr täuschen oder trösten ließe. Während des Frühstücks sprach er, um den Kranken zu zerstreuen, von abseits liegenden Dingen. Vom Rückkauf des Gusses Tscherjomuschki, von der Kunst des Arztes, der Golizyn behandelt hatte, von der Krankheit der Großmutter. Als die Alte vom Aufstand hörte, erschrak sie so, dass sie sich hinlegen musste und beinahe einen Schlaganfall bekam. Sie ließ niemand von der leibeigenen Dienerschaft zu sich herein, denn sie fürchtete, die Leute könnten sie ermorden. Sie erinnerte sich noch an den Aufstand Pugatschows. »In Petersburg allein gibt es 40.000 Leibeigene. Das ist kein Spaß. Sie warten doch nur auf den Augenblick, wo sie nach Messern greifen können.« »Das haben aber die Martinisten, Freimaurer und sonstige gottlosen Freidenker angestellt. Nun haben sie es erreicht. Es wird bei uns ebenso zugehen wie in Frankreich.« Golizyn lächelte, und das war alles, was der Alte wollte. Er holte aus der Tasche ein Zeitungsblatt, die Beilage zu den St. Petersburger Nachrichten, mit der Bekanntmachung der Regierung über die Vorgänge am 14. Golizyn wollte es selbst lesen, aber Foma Fomitsch ließ es nicht zu. Er griff wieder in die Tasche, holte ein Lederfutteral heraus, entnahm diesem eine Brille mit großen runden Gläsern, putzte sie sorgfältig mit dem Taschentuch, setzte sie bedächtig auf, räusperte sich und begann zu lesen. »Der gestrige Tag wird zweifellos eine Epoche in der Geschichte Russlands bedeuten«, las er mit seiner leisen, schwachen, wie aus der Ferne klingenden Stimme. »An diesem Tage erfuhren die Einwohner der Residenz mit einem Gefühl von Freude und Hoffnung, dass seine Majestät, der Kaiser Nikolai Pawlowitsch, den Thron seiner Vorfahren besteigt. Aber der göttlichen Vorsehung hat es gefallen, diesen lang ersehnten Tag durch traurige Ereignisse zu trüben.« Der Aufstand wurde als eine kleine Konfusion der Truppen bei der Parade hingestellt. Zwei meuternde Kompanien stellten sich zu einem Karree vor dem Senatsgebäude auf. Sie wurden von 7 oder 8 Offizieren befehligt, zu denen sich einige Menschen von gemeinem Aussehen in Fräcken gesellten. »Da ist doch von mir die Rede«, bemerkte Golizyn mit einem Lächeln, das Foma Fomitsch unter seiner Brille mit dem gleichen Lächeln beantwortete. Einige kleine Gruppen versammelten sich um sie und schrien »Hurra!« Die Truppen baten um Erlaubnis, die Revolte mit einem Schlage niederwerfen zu dürfen. Aber seine Majestät, der Kaiser, wollte die Wahnsinnigen schonen und entschloss sich erst bei Anbruch der Nacht, entgegen seinem Herzenswunsch Gewalt anzuwenden. Es wurden Geschütze angefahren, die in wenigen Minuten den Platz säuberten. Das sind die Vorgänge des gestrigen Tages. Sie sind zweifelsohne beklagenswert.
Aber wenn man bedenkt, dass die Aufrührer, nachdem sie 4 Stunden auf dem Platze verbracht, keinen weiteren Zulauf bekommen haben, außer einigen betrunkenen Soldaten und einigen gleichfalls betrunkenen Menschen aus dem Pöbel, und dass von allen Garderegimentern nur 2 Kompanien sich von dem verderblichen Beispiel hinreißen ließen, so muss man mit einem Gefühl des Dankes für den Höchsten anerkennen, dass an diesen Vorfällen auch manches Tröstliche ist. Dass es nur eine vorübergehende Prüfung der unerschütterlichen Treue der Truppen und der allgemeinen Ergebenheit der Russen wie ihren allerhöchsten und gesetzlichen Monarchen war. Ein gerechtes Gericht wird bald die verbrecherischen Teilnehmer an den Unruhen ereilen. Mit Hilfe des Himmels und dank der Festigkeit der Regierung sind dieselben vollkommen unterdrückt. Nichts stört mehr die Ruhe der Residenz. »Ist es wahr, Foma Fomitsch, dass in der Stadt alles ruhig ist?« fragte Golizyn. »Still ist es wohl, aber diese Stille verheißt nichts Gutes«, antwortete der Alte und schüttelte zweifelnd den Kopf. »Die ganze Stadt ist wie ausgestorben. Man sieht nur Wagen mit Verhafteten oder Eskorte von Gendarmen. Man verhaftet immer mehr Menschen, und es ist gar kein Ende abzusehen. Bald wird die eine Hälfte des Menschengeschlechts die andere bewachen müssen.« »Geht Ihr Traum vielleicht doch in Erfüllung, Fürst?« flüsterte er, sich mit geheimnisvoller Miene zu seinem Ohr beugend. »Was für ein Traum! Dass man wieder schießt! Man sagt, dass die Südarmee den Treueid verweigert habe und gegen Moskau und Petersburg ziehe, um die Konstitution zu verkünden. Auch der General Jamolow soll dabei sein. Er verfügt aber über eine große Truppenmacht. Alle Regimenter des kaukasischen Armeekorps sind ihm grenzenlos ergeben. Ich kenne ja seine Exzellenz Alexei Petrowitsch, ein wahrer Adler, ist noch einer von Suworows Leuten. Alles ist möglich. Es kann auch eine Dynastie der Jamolows anstelle der Romanows kommen, sagen die Leute. Ja, so stehen die Sachen, Fürst. Jeden Augenblick kann die Geschichte von Neuem losgehen. Golizyn hörte zu und in seinen Augen leuchtete wieder die Hoffnung, aber er unterdrückte sie. »Wenn es auch losgeht, dann nicht so bald«, sagte er leise, wie vor sich hin, aber Foma Fomitsch hörte es. »Nicht so bald, wann dann?« »Was interessiert Sie das? Sie sind doch für den Zaren.« »Ich bin schon in den 80ern, Väterchen. Ich lebe noch in der alten Zeit und denke auch, wie man in der alten Zeit dachte. Der echte Russe erwartet alle Güter des Lebens und allen Ruhm für sein Vaterland, einzig vom Throne seines Monarchen.« »Nun, Sie sind also für den Zaren? Ich bin aber für die Republik. So dürfen Sie mit mir überhaupt nichts zu tun haben.« »Hören Sie auf, Fürst, es gibt in der Welt nicht so viele gute Menschen, dass man einen verschmähen könnte. Was soll ich mit Ihnen anfangen? Soll ich Sie vielleicht bei der Polizei anzeigen? Sie böser Mensch, ich bemuttere Sie wie ein kleines Kind, Sie aber spotten über mich.« Der Alte wollte böse werden. Es gelang ihm aber nicht. Aus dem kindlichen Lächeln, aus den kindlichen Augen leuchtete stille Güte. »Foma Fomitsch, kommen Sie bitte zur Großmutter«, sagte Marinka ins Zimmer tretend. »Was ist denn los?« »Nichts. Sie sehnt sich nach Ihnen und ist böse, dass Sie sie vergessen haben. Sie ist auf den Fürsten eifersüchtig.« »Sofort, sofort!« Foma Fomitsch sprang auf und lief mit seinen altersschwachen Füßchen trippelnd davon. »Er liebt sie genauso wie vor 40 Jahren«, dachte sich Golizyn. Durch die alten, bereiften Bäume leuchtete der winterliche Himmel blau und grün wie verblichener Türkis, wie die kindlichen Augen des verliebten Greises. Die Wintersonne blickte ins Zimmer. Die durchsichtigen Eisblumen funkelten wie Edelsteine, und ein bernsteingelbes Licht füllte das Zimmer. Über die verblichene, zitronengelbe Wandbespannung glitten Lichtreflexe, und die nackten Amoretten auf dem weißen Fries wurden golden. »Was für ein lustiges Zimmer«, dachte sich Golizyn wieder. »Das kommt von der Sonne. Nein, von ihr«, sagte er sich mit einem Blick auf Marinka. Sie hatte sich inzwischen umgekleidet. Sie trug nicht mehr den Morgenrock und das Häubchen, sondern ihr alltägliches, einfaches, weißes Kreppkleid mit rosa Blümchen. Sie hatte sich gewaschen und frisiert und den Zopf zu einem Körbchen geordnet. Schwarze, lange Locken fielen wie leichte Trauben längs der Wangen herab. Trotz der schlaflosen Nacht war ihr Gesicht frisch. Frischer als eine Rose am Morgen, wie Foma Fomitsch zu sagen pflegte, und ruhig und lustig. Die Tränen von vorhin hatten nicht die geringste Spur hinterlassen. Sie räumte das Zimmer auf, wischte überall mit einem Flügel den Staub ab, ordnete die Arzneigläser, dann rührte sie mit dem Schürhaken die Glut im Ofen um, damit es keine unverbrannten Scheite gäbe. Golizyn beobachtete sie schweigend.
Alle ihre jugendlichen, starken und leichten Bewegungen waren harmonisch wie Musik. Und es schien ihm, dass alles, selbst das Alltäglichste, was sie berührte, sofort festlich und ebenso heiter wurde, wie sie es war. Sie fühlte wohl seinen Blick auf sich, wandte sich um, ging lächelnd auf ihn zu, setzte sich zu ihm auf den Bettrand und beugte sich über ihn. Nun, was? Ein Sonnenlichtstreifen trennte sie wie ein gespanntes Tuch, und in seinem bläulichen Nebel kreisten die hellen Stäubchen wie in einem unendlichen Tanze. Als sie sich neigte, kam ihr Kopf in die Lichtsäule, und Golizyn sah, dass ihre schwarzen Haare, von der Sonne durchleuchtet, einen rötlichen, fast feuerroten Ton annahmen. »Ja, natürlich, ich bin rothaarig«, rief sie lachend, indem sie selbst die Locken betrachtete. Sie schien selbst erstaunt. Er richtete sich ein wenig auf und wandte sich zu ihr hin. Die trennenden Strahlen vereinigten sie. Sie beugte sich noch tiefer. Er fing die Locke mit der Hand und drückte sie an die Lippen. Der jungfräulich leidenschaftliche, wie starker Wein berauschende Duft ihrer Haare stieg ihm zu Kopfe. »Nicht doch, was tun Sie? Darf man denn das Haar küssen?« Sie schämte sich plötzlich, errötete, schlug die Augen nieder, nahm ihm die Locke aus der Hand und warf den Kopf zurück. Golizyn ließ sich in das Kissen sinken, erbleichte und schloss erschöpft die Augen. Der Kopf schwindelte ihm, und es war ihm, als kreise er selbst wie jene Stäubchen in den Sonnenstrahlen in einem unendlichen Tanze. »Wie schön, Marinka, du meine Sonne«, flüsterte er, sie durch das Sonnenlicht hindurch mit einem seligen Lächeln anschauend. »Was ist schön?« fragte sie mit dem gleichen Lächeln. »Alles ist schön, das Leben ist schön.« »Ja, Leben, nur Leben«, dachte er sich, von einem solchen Lebensdurst erfüllt, wie er ihn noch nie empfunden hatte. Ende von Abschnitt 25. Abschnitt 26 von der 14. Dezember von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Buch, nach dem 14. Dritter Teil, viertes Kapitel. Die zur Untersuchung der Vorgänge vom 14. eingesetzte oberste Kommission hielt ihre Sitzungen zuerst im Winterpalais und dann in der Peter-Pauls-Festung ab. Der Kaiser leitete selbst die ganze Untersuchung und arbeitete an die 15 Stunden täglich, so dass seine Umgebung fürchtete, er könnte krank werden. Point de relâche, was auch kommen mag, ich werde mit Gottes Hilfe den tiefsten Grund dieses Sumpfes aufdecken, sagte Nikolai zu Benkendorf. Langsam und ohne Übereilung, Majestät, mit Gewalt kann man nichts ausrichten. Man muss mit Liebe und List handeln. Brauchst mich nicht zu belehren, ich weiß es selbst, antwortete der Kaiser und errötete beim Gedanken an Trubezkoi. Er tröstete sich damit, dass der damalige Misserfolg von körperlicher Ermattung, Erschöpfung und Schlaflosigkeit herrührte. Das sollte nicht wieder vorkommen. Er war inzwischen zu Kräften gekommen, hatte sich beruhigt und fühlte wieder wie damals nach der Kanonade auf dem Senatsplatze, dass alles in bester Ordnung sei. Rylejew wurde in der Kommission am 21. Dezember vernommen und am nächsten Tage ins Palais zum Kaiser gebracht. »Soll es doch schneller ein Ende nehmen«, dachte sich Rylejew, fühlte aber schon, dass das Ende nicht auf einmal kommen werde. »Man wird ihn langsam zu Tode quälen. Man wird ihn zwingen, den Todeskelch Tropfen auf Tropfen zu trinken.« Einen Tag nach seiner Verhaftung ließ der Kaiser anfragen, ob Rylejews Frau kein Geld brauche. Natalja Michailowna antwortete, dass ihr Mann ihr 1000 Rubel zurückgelassen habe. Der Kaiser schickte ihr als Geschenk von sich 2000 Rubel und am 22. Dezember, dem Namenstage von Rylejews Töchterchen Nastenka, weitere 1000 Rubel im Namen der Kaiserin Alexandra Fjodorowna. Er versprach ihr, ihrem Mann zu verzeihen, wenn er alles gestehen würde. »Die Barmherzigkeit des Kaisers hat meine Seele erschüttert«, schrieb sie ihren Manne in die Festung. Am meisten wunderte sich Rylejew darüber, dass man das Geld zu Nastenkas Namenstag geschickt hatte. Man hatte sich also nach dem Namen erkundigt. Wie gefühlvoll, der Schuft weiß gut, womit er einen einfangen kann. Nun, wenn aber... Diesen Gedanken konnte Rylejew nicht zu Ende denken. Er erschrak davor.
Einmal bedankte er sich beim Kommandanten Sukin für die Gewährung einer Zusammenkunft mit seiner Frau. Jener war erstaunt, denn er hatte keine Zusammenkunft erlaubt und glaubte schon, sie sei ohne Erlaubnis da gewesen. Er fragte die Wärter, aber diese sagten einstimmig aus, dass Golijews Frau nicht da gewesen sei. »Es hat ihnen nur geträumt«, sagte er zu Golijew. »Nein, ich sah sie, wie ich sie jetzt sehe. Sie erzählte mir etwas, was ich sonst gar nicht wissen konnte, das vom Geschenk des Kaisers.« »Das haben sie aber in der Kommission erfahren.« »In der Kommission sagte man mir es erst später. Zuerst hörte ich es von ihr.« »Vielleicht haben sie es schon vergessen.« »Nein, ich weiß es ganz bestimmt. Ich bin doch nicht verrückt.« »Dann war es ein Gespenst.« »Was für ein Gespenst?« »Sie sehen wohl Gespenster. Sie sind krank. Sie müssen sich behandeln lassen.« »Ja, ich bin krank«, dachte sich Golijew mit einem Gefühl von Ekel. Am 22. Dezember abends brachte man ihn auf die Schlosshauptwache. Man durchsuchte ihn, fesselte aber seine Hände nicht. Aus der Hauptwache brachte man ihn unter Bewachung in das Flügeladjutantenzimmer, setzte ihn in eine Ecke hinter eine spanische Wand und ließ ihn warten. Er bemühte sich, nur daran zu denken, was er gleich dem Kaiser sagen würde. Aber er dachte an andere Dinge. Er erinnerte sich der letzten Nacht, als man zu ihm kam, um ihn zu verhaften. Natascha stürzte sich zu ihm hin, umschlang ihn mit den Armen und schrie mit herzzerreißender Stimme so schrecklich, wie sie während der Geburtswehen geschrien hatte. »Ich lasse ihn nicht, ich lasse ihn nicht!« Und sie umschlang und umarmte ihn immer fester. Fester als alle Ketten sind diese zarten, schwachen Arme, die Ketten der Liebe. Mit furchtbarer Anstrengung machte er sich los. Er hob sie auf die Arme, trug sie fast bewusstlos auf ihr Bett und sah sich aus dem Zimmer stürzend noch einmal nach ihr um. Sie hatte die Augen geöffnet und sah ihn an. Das war ihr letzter Blick. »Ich weiß wenigstens, wofür man mich kreuzigen wird. Sie wird aber am Kreuze stehen. Das Schwert wird ihr Herz durchbohren, doch sie wird nie erfahren, wofür.« Das dachte er sich, als er im Flügeladjutantenzimmer in der Ecke hinter der spanischen Wand saß. Mitunter dachte er auch an gar nichts und fühlte nur, wie ihn wieder das Fieber schüttelte. Das Kerzenlicht tat seinen Augen weh. Ein Nebel füllte das ganze Zimmer und es war ihm, als sitze er in seiner Kasematte, blickte wie damals vor dem Gespenst auf die Tür und wartete, dass Natascha eintrete. Die Tür ging auf und hereintrat Benkendorf. »Bitte«, sagte er auf die Tür zeigend und ihm den Vortritt lassend. Golijew trat ein. Der Kaiser stand am anderen Ende des Zimmers. Golijew wollte sich verbeugen und auf ihn zugehen. »Halt«, sagte der Kaiser. Er ging selbst auf ihn zu und legte ihm beide Hände auf die Schultern. »Zurück, zurück, zurück!« Rea schob ihm zum Tisch, bis seine Augen sich direkt vor den Kerzenflammen befanden. »Schau mir gerade in die Augen. So!« Er drehte ihn mit dem Gesicht zum Licht. »Geh und lass niemanden herein«, wandte er sich zu Benkendorf. Benkendorf ging. Der Kaiser sah Golijew lange schweigend in die Augen. »Die sind ehrlich, solche Augen lügen nicht«, sagte er wie vor sich hin. Er schwieg noch eine Weile und fragte, »Wie heißt du?« »Golijew.« »Mit dem Vornamen?« »Kondrati.« »Mit dem Vatersnamen?« »Fjodorowitsch.« »Nun, Kondrati Fjodorowitsch, glaubst du, dass ich dir verzeihen kann?« Golijew schwieg. Der Kaiser näherte sein Gesicht dem seinen, blickte ihm noch durchdringender in die Augen und lächelte plötzlich. Was ist das, wunderte sich Golijew immer mehr. Er glaubte im Lächeln des Kaisers etwas Flehendes, etwas Unglückliches zu sehen. »Wir sind beide zu bedauern«, begann der Kaiser schwer aufseufzend. »Wir fürchten, wir hassen einander, der Henker und das Opfer. Wo aber der Henker ist und wo das Opfer, kann man gar nicht unterscheiden. Und wer ist schuld? Alle und mehr als alle. Ich. Also verzeih. Und wenn du nicht willst, dass ich dir verzeihe, so verzeih du mir.« Und er hielt ihm seine Lippen hin. Golijew erbleichte und taumelte. »Setz dich.« Der Kaiser stützte ihn und nötigte ihn in einen Sessel. »Hier, trinke.«
Er schenkte ein Glas voll Wasser und reichte es ihm. »Nun, fühlst du dich schon besser? Kannst du sprechen?« »Ja.« Rylejew wollte aufstehen, aber der Kaiser ergriff seine Hand und hielt ihn zurück. »Nein, bleib sitzen.« Er schob einen anderen Sessel heran und setzte sich ihm gegenüber. »Hör mal, Kondratij Fjodorowitsch, du kannst von mir halten, was du willst. Du kannst mir glauben und kannst mir auch nicht glauben. Aber ich werde dir die ganze Wahrheit sagen. Schwer ist das Joch, das mir die Vorsehung auferlegt hat. Es ist zu schwer für einen Menschen. Aber ich bin allein, ohne Rat, ohne Hilfe. Ein Brigadekommandeur und sonst nichts. Was verstehe ich von Staatsgeschäften? Ich schwöre bei Gott, dass ich nie den Thron gewünscht, nie ans Regieren gedacht habe. Wenn du nur wüsstest, Rylejew. Aber nein, du wirst es niemals erfahren, was ich fühle und was ich mein Leben lang fühlen werde bei der Erinnerung an diesen schrecklichen Tag, den 14. Blut! Blut! Ich bin ganz mit Blut befleckt. Ich kann es mit nichts abwaschen, durch nichts sühnen. Ich bin ja kein Tier, kein Ungeheuer. Ich bin ein Mensch, Rylejew. Ich bin auch Vater. Du hast deinen Nastenka und ich habe meinen Sascha. Der Zar ist der Vater, das Volk ist das Kind. So stieß ich das Messer in mein Kind, in meinen Sascha. In Sascha. In Sascha. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen und blieb lange in dieser Stellung. Endlich nahm er die Hände vom Gesicht, legte sie ihm wieder auf die Schulter und blickte ihm mit einem flehenden Lächeln in die Augen. Siehst du, ich bin zu dir wie ein Freund, wie ein Bruder. Sei auch du mir ein Bruder. Erbarme dich meiner, hilf mir! Lügt er oder lügt er nicht? Lügt er oder lügt er nicht? Versuchst du mich, Satan? Wart auch, ich werde dich versuchen. Rylejew war auf einmal wütend geworden. Wollen Majestät die Wahrheit wissen? Also hören Sie. Die Freiheit ist verführerisch. Von ihr berauscht riss ich auch die anderen mit. Und ich bereue es nicht. Habe ich mich an den Menschen vergangen, indem ich ihr Bestes wollte? Nicht von mir will ich sprechen, sondern vom Vaterland, das, solange mein Herz schlägt, mir teurer sein wird als alle Güter der Welt und selbst als der Himmel. Er sprach wie immer hochtrabend, wie aus einem Buch, jetzt aber ganz besonders, denn er hatte sich diese Rede vorher zurechtgelegt. Plötzlich sprang er auf und hob die Arme, seine blassen Wangen röteten sich. Die Augen sprühten Funken, das Gesicht war ein anderes geworden. Er glich dem früheren Rylejew, dem unbezähmbaren Aufrührer, leicht fliegend, in die Höhe strebend wie eine Flamme im Winde. Wissen Sie, Majestät, solange es Menschen gibt, solange werden sie auch nach Freiheit lechzen. Um in Russland die freiheitlichen Gedanken auszurotten, muss man eine ganze Generation von Menschen ausrotten, die während der letzten Regierung zur Welt gekommen sind und sich entwickelt haben. Ich sage es dreist, unter 1000 Menschen kann man auch keine 100 finden, in denen nicht die Sehnsucht nach der Freiheit glühte. Und nicht nur in Russland, alle Völker Europas sind von einem einzigen Gefühl beseelt, das man wohl niederdrücken, aber nicht töten kann. Wo, nehmen Sie die Weltgeschichte durch, zeigen Sie mir ein solches Land, wo und wann war ein Volk unter autokratischer Gewalt, ohne Gesetz, ohne Recht, ohne Ehre und Gewissen glücklich? Nicht wir sind Ihre Feinde, sondern diejenigen, die die Menschheit in ihren Augen herabsetzen. Fragen Sie sich selbst, was würden Sie an unserer Stelle tun, wenn ein Mensch Ihrer Art das Recht hätte, mit Ihnen wie mit einer leblosen Sache zu spielen? Der Kaiser saß stumm und unbeweglich da, den Ellenbogen auf die Armlehne und den Kopf in die Hand gestützt, und hörte aufmerksam und ruhig zu. Rylejew aber schrie so, als ob er ihm drohte, fuchtelte mit den Händen, sprang bald auf und setzte sich bald wieder hin. Im Manifest heißt es, dass Ihre Regierung eine Fortsetzung der Regierung Alexanders sein werde. Wissen Sie denn nicht, dass jene Regierung für Russland verderblich war? Er ist auch der Haupturheber des Aufstandes vom 14. Hat er nicht erst mit mächtiger Gebärde die Geister zu den heiligen Rechten der Menschheit gerufen und sie dann aufgehalten und zur Rückkehr gezwungen? Hat er nicht in unseren Herzen die Flamme der Freiheit angefacht und diese Freiheit dann so grausam erdrosselt? Er hat Russland betrogen. Er hat auch Europa betrogen. Die Lorbeer umwunden in goldenen Ketten sind gefallen und nun schmachtet die Menschheit in nackten, rostigen Eisenketten. Als Gesegneter bestieg er den Thron und steigt als Verfluchter ins Grab.
Du sprichst immer nur von ihm, aber was wirst du von mir sagen?« fragte der Kaiser, immer noch ruhig. »Von Ihnen? Gut, hören Sie. Als Sie erst Großfürst waren, liebte Sie kein Mensch, und man hatte auch keinen Grund, Sie zu lieben. Ihre einzige Beschäftigung waren die Soldaten, und Sie interessierten sich für nichts außer für das Exerzierreglement. Wir sahen es und fürchteten auf dem russischen Thron einen preußischen Obersten, oder noch schlimmer als das, einen neuen Arakchejew zu haben. Und wir hatten uns nicht getäuscht. Sie haben schlecht angefangen, Majestät. Sie haben, wie Sie vorhin selbst sagen, den Thron mit dem Blute Ihrer Untertanen befleckt bestiegen. Sie haben in das Volk, in Ihr Kind, ein Messer gebohrt. Und nun meinen Sie, klagen sich an und flehen um Verzeihung? Wenn Sie die Wahrheit sprechen, so geben Sie Russland die Freiheit und wir sind dann alle Ihre treuesten Diener. Wenn Sie aber lügen, so nehmen Sie sich in Acht. Wir haben angefangen. Andere werden es zu Ende führen. Blut für Blut. Auf Ihr Haupt oder auf das Haupt Ihres Sohnes, Enkels, Urenkels. Und dann werden alle Völker sehen, dass keines von Ihnen sich mit solcher Macht erheben kann wie das Russische. Dies ist kein Traum. Mein Blick durchdringt die Hüllen der Zeiten. Ich sehe durch ein ganzes Jahrhundert, es wird in Russland eine Revolution geben. Es wird eine geben. Und jetzt lassen Sie mich hinrichten, lassen Sie mich töten. Er fiel erschöpft in den Sessel. Trink, trink, der Kaiser reichte ihm wieder Wasser. Willst du Tropfen? Er holte Tropfen und zählte sie in das Wasserglas ab. Er hielt ihm englisches Riechsalz und Salmiak vor die Nase. Rylejew wollte sich den Schweiß aus dem Gesicht wischen. Er suchte sein Taschentuch, konnte es aber nicht finden. Der Kaiser gab ihm das Seine. Er tat sehr geschäftig und besorgt. In allen Bewegungen seines langen, biegsamen Körpers war die freundliche Geschmeidigkeit einer Schlange. »Ein Gespenst! Ein Gespenst! Ein Werwolf!« dachte sich Rylejew entsetzt. »Ach, mein Gott! Geht denn das? Nicht doch, nicht doch! Leg dich hin, Ruhe aus! Willst du Wein, Tee, einen kleinen Imbiss oder Abendbrot?« »Nichts will ich«, stöhnte Rylejew und dachte sich mit schwerem Herzen. »Wann wird das einmal ein Ende nehmen, mein Gott?« »Kannst du mir zuhören?« fragte der Kaiser. Er rückte seinen Sessel wieder heran, setzte sich und begann. »Ich danke dir für die Wahrheit, mein Freund.« Er ergriff Rylejews beide Hände und drückte sie fest. »Wir Herrscher werden doch von allen Menschen angelogen und bekommen fast nie die Wahrheit zu hören.« »Ja, alles ist wahr, nur eines nicht. Ich werde kein Deutscher auf dem russischen Throne sein. Wenn ich auch einer war, so will ich es nicht mehr sein.« Meine Großmutter, Kaiserin Katharina, war ja auch Deutsche. Als sie aber den Thron bestieg, wurde sie sofort Russin. So bin auch ich. Personne plus russe de cœur que je ne le suis, sagte er auf Französisch, korrigierte sich aber gleich. Wir sind beide Russen. Ich, der Kaiser, und du, der Aufrührer. Sag mir bitte, wäre so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, unter Nicht-Russen möglich? Über Rylejews Gesicht glitt etwas wie ein bleiches Lächeln. »Was denn?« fragte der Kaiser, der dieses Lächeln bemerkt hatte und lächelte gleichfalls. »Sprich, fürchte nicht, mir die Wahrheit zu sagen.« »Sie sind sehr klug, Majestät. Du hieltest mich wohl für einen Dummkopf. Nun siehst du, wenigstens darin hast du dich getäuscht. Nein, ich bin kein Dummkopf. Ich weiß wohl, dass es in Russland nicht gut zugeht. Ich bin selbst der erste Bürger des Vaterlandes. Ich habe nie etwas anderes gewollt, als Russland frei und glücklich zu sehen. Weißt du auch, dass ich als Großfürst nicht weniger liberal gewesen bin als euer Eins? Ich habe nur geschwiegen und es für mich behalten. Mit den Wölfen muss man heulen. So heulte ich mit Arakchejew. Je schlimmer, umso besser. Ich half euch. Nun sag mir die ganze Wahrheit. Was wolltet ihr? Eine Konstitution? Eine Republik? Natürlich lügt er. Ein Gespenst, ein Werwolf, dachte sich Rylejew mit Entsetzen. Aber die Neugier war stärker als das Entsetzen. Soll ich nicht den Versuch machen und mich so stellen, als ob ich ihm glaubte? Nun, was schweigst du? Du glaubst nicht? Du fürchtest dich? Nein, ich fürchte mich nicht. Ich wollte die Republik, antwortete Rylejew. Na, Gott sei Dank, du bist also klug, rief der Kaiser und drückte ihm beide Hände. Ich kann wohl den Absolutismus verstehen, kann auch die Republik verstehen, aber nicht die Konstitution. Diese Regierungsform ist verlogen, tückisch, korrupt.
Ich würde es vorziehen, bis zu der Mauer Chinas zurückzuweichen, als diese Regierungsform anzunehmen. Nun siehst du, wie aufrichtig ich mit dir bin. Vergelt es mir mit dem Gleichen. Er schwieg eine Weile, sah ihn an und griff sich plötzlich an den Kopf. Was war es? Was war es? Gott, wozu? Ihr habt euren Gesinnungsgenossen nicht erkannt. Alle habe ich getäuscht, auch euch. Gegen euren Freund, gegen euren Verbündeten habt ihr euch erhoben. Wäret ihr doch gleich zu mir gekommen und hättet mir gesagt, wir wollen dies und das. Und jetzt? Höre, Rilea, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir haben gemeinsam gesündigt, wollen auch gemeinsam büßen. Meine Großmutter pflegte zu sagen, ich liebe den Absolutismus nicht. Ich bin im Herzen Republikanerin. Aber der Schneider ist noch nicht geboren, der Russland einen Rock zuschneiden könnte. Wollen wir ihn gemeinsam zuschneiden? Ihr seid die besten Männer Russlands. Ohne euch kann ich nichts. Wollen wir ein Bündnis schließen? Wollen wir eine neue Verschwörung anzetteln? Die Autokratie ist eine große Macht. Nehmt sie mir ab. Was braucht ihr eine Revolution? Ich bin selbst die Revolution. Wie ein Mensch, der in einen Abgrund gleitet, sich immer noch festzuhalten versucht, obwohl er weiß, dass er hinabstürzen wird, so entsetzte sich Rylejew und freute sich schon. Die Augen des Kaisers leuchteten vor Freude. Wart, beschließe noch nichts, überlege dir's erst. So sprechen, wie ich eben gesprochen habe, kann man nur einmal im Leben. Merke dir, es handelt sich nicht um mein Schicksal, auch nicht um deines, sondern um das Schicksal Russlands. Wie du beschließen wirst, so soll es auch sein. Nun sprich, willst du mit mir zusammengehen? Willst du? Ja oder nein? Er streckte ihm die Hand entgegen. Rylejew ergriff die Hand, wollte etwas sagen, konnte aber nicht. Ein Krampf schnürte ihm die Kehle zusammen. Die Tränen stiegen und stiegen hinauf und brachen plötzlich in Strömen aus den Augen. So stürzte er in den Abgrund. Jetzt glaubte er ihm. Wie konnte ich nur? Was habe ich angestellt? Was habe ich angestellt? Wir alle. Nein, ich allein. Ich habe alle ins Verderben gestürzt. Soll nun alles mit mir enden. Lassen Sie mich gleich auf der Stelle hinrichten. Jenen Unschuldigen schenken Sie aber Verzeihung. Allen, allen werde ich verzeihen, dir und den anderen. Ich brauche ja gar nicht zu verzeihen. Ich sage dir ja, dass wir alle zusammen sind, sagte der Kaiser. Er umarmte ihn und weinte. So schien es wenigstens Rylejew. Sie weinen? Über wen? Über einen Mörder? Rief Rylejew und fiel in die Knie. Die Tränen liefen immer unaufhaltsamer, immer süßer. Er sprach wie im Fieber. Er glich einem Betrunkenen oder einem Verrückten. Sie haben sich an den Geburtstag Nastenkas erinnert. Sie wussten, womit Sie mich treffen können. So sind Sie. Ich fühle das Schlagen Ihres Engelsherzens. Ich bin für immer der Ihre. Aber was bin ich? 50 Millionen harren Ihrer Güte. Kann man denn annehmen, dass ein Kaiser, der seinen Mörder Gnade erweist, nicht nach der Liebe des Volkes und dem Wohle des Vaterlandes lechzte? Vater, Vater, wir sind alle wie Kinder in deinen Händen. Ich habe nie an Gott geglaubt. Das ist aber ein Wunder Gottes. Der Gesalbte des Herrn. Zar, Väterchen, unsere Sonne. Und dabei wolltest du uns alle abschlachten, flüsterte der Kaiser. Ich wollte es, antwortete Rylejew gleichfalls flüsternd, und das Entsetzen von vorhin durchzuckte ihn wieder. Es leuchtete auf und erlosch. Wer noch? Sonst niemand, ich war allein. Hast du nicht Karowski überredet? Nein, nein, nicht ich, er selbst. So, er selbst? Nun, in Pestel, Murawjow, Bestuschew? Ist auch in der zweiten Armee eine Verschwörung? Weißt du was davon? Ja. Nun sprich, sage mir alles, fürchte dich nicht, nenne mir alle. Man muss alle retten, damit es keine unschuldigen Opfer gibt. Wirst du es mir sagen? Ich werde es sagen. Was braucht ein Sohn, etwas vor seinem Vater zu verheimlichen? Ich konnte ihr Feind sein, aber ich kann kein Schurke sein. Ich glaube. Erst eben glaubte ich noch nicht, aber jetzt glaube ich. Ich schwöre es bei Gott, ich werde alles sagen. Fragen Sie mich. Er lag auf den Knien,
Der Kaiser beugte sich über ihn und die beiden begannen zu flüstern, wie ein Beichtvater und ein Büßender, wie ein Liebender und seine Geliebte. Rylejew verriet alle, nannte alle, Namen auf Namen, Geheimnis auf Geheimnis. Zuweilen schien es ihm, dass der Vorhang in der Tür sich bewege. Er fuhr zusammen und sah sich um. Als er sich wieder einmal umsah, ging der Kaiser zur Tür, als fürchtete er selbst, dass jemand horche. »Es ist niemand da, siehst du«, sagte er, den Vorhang zurückschlagend, doch so, dass Rylejew nur ein wenig hineinschauen konnte, aber nicht ganz. »Nun bist wohl müde.« Er sah ihm ins Gesicht und merkte, dass er Schluss machen müsse. »Es ist genug. Geh, ruhe dich aus. Wenn du etwas vergessen hast, so wirst du morgen darauf kommen. Hast du es gut in deiner Kasematte? Ist es nicht dunkel, nicht feucht? Brauchst du vielleicht etwas?« »Ich brauche nichts, Majestät. Wenn ich bloß meine Frau...« »Du wirst sie sehen, sobald wir mit dem Verhör fertig sind, darfst du sie wiedersehen.« »Wegen deiner Frau und Nastenka kannst du unbesorgt sein. Sie sind jetzt mein. Ich will für sie alles tun.« Er sah ihn plötzlich an und schüttelte mit einem traurigen Lächeln den Kopf. »Wie konntet ihr bloß? Was hab ich euch getan?« Er wandte sich weg und schluchzte. Das war keine Verstellung. Er tat sich selbst leid. »Pauvre Diable, armer Kerl, armer Nixe!« »Verzeihung, Verzeihung, Majestät«, rief Rylejew ihm zu Füßen fallend und stöhnte wie ein zu Tode Verwundeter. »Nein, leben Sie wohl, lassen Sie mich hinrichten, töten Sie mich, ich kann es nicht ertragen.« »Gott wird verzeihen, nun genug, beruhige dich.« Der Kaiser umarmte und küsste ihn, streichelte ihm den Kopf und trocknete bald ihm und bald sich selbst die Augen mit dem gleichen Tuch. »Nun geh mit Gott bis morgen, schlafe wohl, bete für mich. Ich aber werde für dich beten. Lass dich bekreuzigen. So, Christus sei mit dir.« Er half ihm aufstehen, begleitete ihn bis zur Tür des Flügeladjutantenzimmers und rief, »Ljewaschow, führe ihn hinaus.« »Das Taschentuch, Majestät«, sagte Rylejew und reichte es dem Kaiser. »Behalte es zum Andenken«, erwiderte Nikolai und hob die Augen zum Himmel. »Gott sei mein Zeuge, dass ich mit diesem Tuch nicht nur dir, sondern allen Bedrückten, Trauernden und Weinenden, die Tränen abwischen möchte.« Beim Weggehen bemerkte Rylejew nicht, wie aus den schweren Falten des Vorhanges, der sich vorn bewegt hatte, Benkendorf trat. »Hast du es aufgeschrieben?« fragte der Kaiser. »Einiges habe ich überhört. Nun, jetzt haben wir es. Alle Namen, alle Fäden der Verschwörung. Ich gratuliere, Majestät.« »Kein Grund, mein Freund, zu gratulieren. So weit haben Sie mich gebracht, dass ich Spitzel geworden bin.« »Nicht Spitzel, sondern Beichtvater. Sie geruhen in den Herzen zu lesen, wie der Apostel vom Worte Gottes sagt. Schärfer denn kein zweischneidig Schwert dringet es durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein.« »Der mitfolgende Rylejew ist auf meine Rechnung zu beköstigen«, schrieb der Kaiser dem Festungskommandanten Sukin. »Man gebe ihm Kaffee, Tee und alles Übrige. Auch Papier zum Schreiben. Alles, was er schreibt, ist mir abzuliefern. Soll er nur schreiben und lügen, so viel er will.« das Taschentuch zum Andenken«, rief Benkendorf und küsste den Kaiser auf die Schulter. Jener sah ihn schweigend an und hielt es nicht länger aus. Er lachte leise und triumphierend. Er fühlte, dass er eben einen größeren Sieg erfochten hatte als auf dem Platz am 14. Noch immer fürchtete und hasste er. Er hatte den Durst nach Verachtung nicht gestillt, hoffte aber schon, dass er ihn stillen werde. Ende von Abschnitt 26.